Hossa, 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 Hossa. Hossa, Hossa, Hossa und Hossa und Hossa. Mein Gott, ist das mal pünktlich. 20.30 Uhr und wir sind punktgenau drauf mit unserem zweiten Twin-Saga-Stream. Ich warte noch ein paar Sekunden auf Christian, dass der irgendwann mal auf dem Discord connectet. Allerdings können wir jetzt ja eigentlich schon zusammen loslegen, oder? Ihr habt es sicherlich mitbekommen, aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Drückt ihr da drauf, könnt ihr euch kostenlos Twin Saga runterladen und kostenlos Twin Saga mit uns zusammenspielen. Wir spielen auf den Server Arcadia auf dem Channel 01. Also runterladen und mit uns mitspielen. Wir sind beide so knapp Level 18, 17, aber ja, könnt ihr halt, ne, wenn ihr Bock habt, dann immer gerne. Und da jetzt auch die Reaktion endlich im Chat ankommt, hallo Chat! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich find's immer schön mit euch. Ich mag euch alle so unglaublich gerne. So unglaublich gerne. Vor allem dich, Smiley1174. Hey, hey, zurück, mein guter Freund. Hey, hey, zurück. Du kleine Knorknase, du. Ha, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So, und wir laden auch schon mal das Spiel. Ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, aber wir werden es schon rausfinden. Wir werden das schon rausfinden zusammen. Holla, Josie Wolf. Holla, Juri, der direkt jemanden für 300 Sekunden blockiert hat. Cooler Typ, dankeschön. Geil. Und hallo, wir sind schon live. Ja, kannst du. Ja, ich, Secret Word, ne? Secret. Aber wenn die so geheim ist, warum durftest du damit rauf? Weil ich der Mitgründer der Secret Word bin. Hat das Spiel ein Update? Das hat bestimmt ein Update gehabt. Ich bin ja so klug und dachte mir so eine halbe Stunde, bevor wir denn loslegen, habe ich schon mal das Spiel gestartet. Um so naja, ich habe lieber meine Kopfhörer gesucht. Das war viel wichtiger, als ein Update zu machen. Jetzt sagt man nicht, das kann man parallel machen. Das weiß ich nicht. Da bin ich organisatorisch nicht so bewandert. Ich habe die Quest krasse Kröten. Das ist ja viel für dich gemacht. Wo ist David, wenn man ihn braucht? Die krasse Kröte. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, ich denke immer, weil Frosch ist jetzt für mich David. David ist ein Frosch. Das ist ziemlich lustig. Er will's ja. Alle Codes sind bereits weg, sagt SGT Weber. Das tut mir furchtbar leid. Wir haben es leider auch, beziehungsweise ich habe es verpennt, ein paar neue zusätzliche zu bestellen. Das tut mir leid. Tut mir leid. Also wenn die schon alle weg sind, dann tut's mir leid. Ja. Das sagst du jetzt so. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass die schon alle weg sind. Respekt? Respekt, ja. Respekt? Wirklich alle? Ich meine, ja, haben wir nicht 100 oder so? Streamvorbereitung. Alle top. Durchprobiert? Hey, Tets, ich bin hier, ne? Also, ne? Ich bin's nicht. tatsächlich sind wohl alle weg. Da? So. Alles gut. Also du kannst jetzt, wenn du Bock hast, kannst du jetzt gerne die ganze Zeit alle durchprüfen. Ich töte währenddessen ein paar Kröten, weil ich das tun muss. Wieso? Ich soll ja nie mehr leben. Ich dachte, das macht irgendwer anders. Ich habe die Kröten sogar schon fertig getestet. Was ich ja bei Twin Saga und generell bei MMOs super schön sind, ist diese Autorun-Funktion. Wenn ihr, für alle, die jetzt mal neu dabei sind, damit die sich nicht wundern, warum wir gleich alle Wege schon kennen. Wenn ihr hier rechts eine Quest offen habt, dann braucht ihr nur auf den nächsten Questpunkt zu klicken und euer Charakter rennt automatisch hin. Wie zum Beispiel mit meinem geilen Meerschweinchen mit dem Popoloch. Dadurch ist dieses Spiel sehr entspannt zu spielen, muss man zugeben. So, es lädt. Das freut mich sehr. Mal gucken, ob ich auch krasse Kröten bekomme. Du hast einen Talentpunkt, Mensch. Das ist so. Mein Backpack ist voll. Ach, der shit immer noch. Das war beim letzten Mal schon das Desaster. Das ist ja alles voll. Ich hab eine eigene Hymnensängerin. Also Fina halt. Cool. So, wie ging dieses Spiel nochmal? Klickst du drauf. Ach, stimmt, da war ja was. Also. So, welche Quest hast du? Ich sollte nur das Bild von Nico, ja, aber ich glaube, bei den Spielen ist es auch okay. Das ist kein Gegeneinander. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so unglaublich sinnvoll jetzt hier bei jedem Stream. Ihr müsst auch bedenken, dafür, ich meine, beim letzten Stream haben es halt auch nur 68 maximal Leute verwendet. Von daher, für ein MMO ist es dann sogar noch unsinniger für
weniger als 68 ja, Leute das wenn einzurichten. Wir Gegner, wenn wir in gegnerischen Teams sind, macht das ja Sinn, aber so macht das ja nicht Sinn. Aber das ist ja, ja. Warum ist hier so eine große glitzernde Wand, in der ich nicht durchkomme? Ich weiß doch gar nicht, wo du bist. Hier ist eine große glitzernde Wand und ich komme hier nicht durch. Was ist das? Warum hat der eine Kamera über? Streamt er gerade? Da ist so ein riesiges Kamerasymbol über seinem Kopf. Ich glaube, der streamt gerade. So, falls das Spiel so Ingame-Streaming hat. Das wirkt auf jeden Fall unter Recording. Nee, das wirkt so nicht. Wo bist du denn auf der Map? Warst du schon mal bei einer Barriere? Oh Gott, wo soll ich denn? Nee, dann doch mal M. Kann ich gerade nicht. Ich bin in der Zwischensequenz wegen der Barriere. Da ist so dieses Monster mit den zwei Köpfen. Ah. Nee, Zwischensequenz hatte ich nicht. Ich dachte, du meinst einfach eine Barriere im Sinne von so eine Wand halt. Du bist bei einer Wand, so habe ich das jetzt die ganze Zeit verstanden. Ach du Scheiße, sind ja viele Kröten. Das sind aber wirklich krasse Kröten, das kann ich dir sagen. Also, sie kullern auf mich zu, sie rollen nur. Das sind Trümmerröchler. Auf dem Planeten sind das die geilsten Kröten auf dem Planeten. Darf man mitspielen, fragt der Iteron oder Ilteron? Ist das ein kleines I oder ein kleines L? Das weiß man immer so genau nicht. Ja, natürlich kannst du mitspielen. Link zum Spiel unten in der Beschreibung. Einfach draufklicken, runterladen und mitspielen auf den Server Arcadia Channel 01. Allerdings sind wir schon ein paar Minuten im Spiel fortgeschritten. Also, Wahnsinn. Ich kann die Zeit verlangsamen, das ist witzig. Was? Ich hab einen Zauber dafür. Warum? Weiß ich nicht. Ich hab mal den Magier ausprobiert. Warum? Man kann ja die Klasse wechseln. Achso, stimmt, ja. Du hast ja mittlerweile eine andere Job-Class angenommen. Du Tier, du. Ich weiß gar nicht, was ich hier angreife. Es sind so Nico, viele Gegner gleichzeitig. Mach dich mal ein bisschen lauter oder samt leiser. Ich mach mich einfach lauter, das ist meistens simpler. Meistens auch besser, so für später. Ich bin übersteuert, das ist natürlich dann was anderes. Das Problem ist aber, dass die Leute das gar nicht merken, weil das ist immer sehr traurig. Wenn man selber merkt, dass irgendwas übersteuert war, aber es hat keiner angemerkt, weil die Leute alle dachten, naja, ist schon in Ordnung. Also, das hört sich gut an, so nach dem Motto. Und man selbst es ist auch immer schwer, genau diese Problematik zu äußern, ohne dabei irgendwie beleidigend zu wirken. Also, es ist ja nicht böse gemeint, aber. Es ist vor allem schwer, wir benutzen ja X-Split zum Stream, kann man ruhig sagen. Und XSplit hat immer noch so eine Balkenanzeige für die Lautstärke und nicht eine Dezibelanzeige. Mit einer Dezibelanzeige wäre das Pegeln unglaublich simpel. Ja. Ich weiß auch bis heute nicht, warum sie das nicht beschafft haben. Ich kann ja mal eine Mail schreiben. Ja, was bis soll das? Bis zu der Tour, dass man da GIFs machen kann und sonst GIFs, dass es nicht mehr geht, haben sie auch dann in der nächsten Version instant gefixt. Also, anscheinend lesen sie die Mails. Aber das können wir ja nicht nur wir sein, die sowas fordern, oder? Ich weiß es nicht. Es ist ja auch keine Sache, die jetzt so schwer wäre umzusetzen, wahrscheinlich. Ich müsste jetzt in Dungeons reingehen. Da war der ja auch nochmal mit, ne? Warte mal eben. Weil ich habe so, jetzt hier das Vollgras-Dungeon. So. Ich muss eine Quest kurz abschließen. Okay, das ist aber nach der Barriere. Ja, ich komme mal kurz auf M. So. Ich bin beim Vollgras-Tempel. Hilft dir das? An Wolgras-Ebene bin ich auf jeden Fall gleich in der Nähe. Oh. Ja, Wolgras-Ebene bin ich. Ach, du bist Wolgras auf der Ebene drauf. Ja. Also in der Overworld-Map. Es heißt Wolgras-Ebene. Sind da kleine Bäume? Bist du ein Riese auf einer kleinen, in einer kleinen Welt? Oder wo hockst du gerade? Nein, ich bin ein Kleiner in einer Riesenwelt. Ja, nein. Doch. Also bist du nicht in der Oberwelt. Mach, mein Gott. Die Zone ist Merida-Zone und Wolgras-Ebene, wenn du auf Map klickst. Da hast du doch oben die Map-Übersicht. Warte. Tempelwächter bringt mich gerade um. Mei. Ich soll mit Saphistern Marisa sprechen, aber die ist hier gar nicht. Ja, so fängt das an. Ja. Fängt gut an. Du kannst mir ja versuchen zu adden nebenbei, währenddessen ich hier versuche zu überleben. Ich hoffe mal, das geht jetzt. Ich mach mal einfach so invite. Mal gucken, ob das so geht. Wie heißt du? Hattest du mich als Freund geaddet? Gute Frage. Sind wir Freunde? Gilde haben also wir die Zeit verlangsamt, macht das Spiel ein bisschen einfach. Es ist ja irgendwo schon echtzeitbasiert, bedeutet, die Gegner können mich einfach nicht angreifen, weil ich ja Fernkämpfer bin. Wo war denn meine Freundesliste? Bin ich dumm?
Ja, klar, aber wo... Okay, es kommt schon wieder eine Zwischensequenz. Jetzt muss ich gegen einen komischen Golem kämpfen. Man kann fremde Mitspieler ausblenden im Spiel, wenn man möchte. So um rechts neben der Map ist so ein Männchen. Siehst du das? Ja, ich sehe es, ja. Wenn du da draufklickst, sind alle Spieler ausgeblendet, die nicht in deiner Gruppe sind. Hm. Wenn man wirklich komplett für sich spielen will. Ja, wie ein Singleplayer-Spiel halt. Ah, da ist Community. Da müsstest du. Ah, guck mal da. Du bist im Ilgras-Tempel in ein Solo-Dungeon, du Held. Ach was. Eine Solo-Instanz gestartet. Warte, dann, ich bin da nicht durch. Ich muss nur kurz den Plasma besiegen. Dann komme ich mit und helfe dir. Das freut mich. Ich bin da fertig. Ich kann dich auch, glaube ich, gerade tatsächlich nicht grüßen. Wie kann ich dich denn. Kann ich dich hierüber nicht in die Gruppe einweiden? Einweiden. Mhm. Ich weide dich ein. Schön. Schön. Ja, dann warte mal, bis du fertig bist. Mein Gott. Ich werde mal so ein bisschen in den Chat. Ich interagiere mal. Mach das. Mach mal Stream. Der eine sagt schon, ich dachte, hier werden unsere Fragen beantwortet und macht ein Smiley nach unten. Tja, das war's noch. Machen wir doch. Machen alles. Mano. Ich gucke jetzt einfach mal. Wie heißt der Server nochmal? Channel 1. Ja, also Channel 1 auf Erodia. Da steht, ach, da ist doch der Nightbot. Arcadia Channel 1. Vielleicht Glück haben wir den Bot. Ach, stimmt, da gab es ja nochmal einen Server vor. Als Auswahl, ja. Ja, ich habe den Bot auch extra. Oh, ich krieg einen grünen Kristall. Das freut mich sehr, sehr. Und die kleine Elfe spricht auf Japanisch eng ein Kram. Das freut mich doch auch sehr. Ich überspringe das mal. Oh, eine Rendersequenz. Ich überspringe das mal. So. Da sind aber eigentlich noch gar keine Fragen wirklich im Chat. Also ja, woher ich aus Griechenland stamme, ich komme gar nicht aus Griechenland. Wer hat das denn eigentlich behauptet? Du bist ein Halbgrieche. Meine Mutter ist Griechin, ja, aber das hat doch... Ja, also bist du Halbgrieche. Ach, und du bist halb Schwede. Ich bin bestimmt so ein Achtel irgendwo Pole. So, inoffiziell. Ist das so? Ja, weil mein Opa irgendwie im Krieg sozusagen, als damals sozusagen, dass nach Deutschland war und dann wurde es Polen und bla und du weißt schon, alles gab's offiziell. Polen da? Das ist ja ein paar Mal von der Karte. Ja, Polen gab's. Okay, gut. Das war ja, das ist das Problem. Das weiß immer keiner so genau. Darf ich in eure Gruppe? Wer denn? Was denn? Wo denn? Ja, darfst du. Aber wenn du stirbst, bist du dafür selber verantwortlich. Wieso kann ich dich denn nicht in die Gruppe einweiten? Was ist denn hier? Bin ich doof? Weil ich bin gleich für jemanden abschießen. Ich muss nur. So. Ich bin nicht Gruppenleiter. So, Entschuldigung. Hier Hexenmeister war noch. Der war noch im Spiel und der war plötzlich Gruppenleiter. Noch von der Gruppe vom letzten Mal. Interessant. Geht das jetzt? So, okay, ich habe einen Teleporter. Ich hab mich schon gewundert, warum das nicht geht. Gruppeneinladung. So, geh doch. Scheiße, das hätte ich nicht machen sollen. Ich habe mit einem kleinen, niedlichen Katzenmädchen gesprochen. Und jetzt habe ich einen Ladebildschirm. Ich finde die Idee schön, ich finde die Frage schön, wie viel hat dein PC gekostet? Das kann ich ehrlich gesagt nicht mehr mitteilen, weil das bei mir noch ein Selbstbau-PC war. Christian war klüger. Ja. Ich habe einfach ein AMW genommen. Ja, genau, der hat auf Selbstbau. Versteht mich nicht falsch. Ich finde Selbstbau-PCs immer schön. Das hat immer Spaß gemacht. Aber sobald man anfängt, damit in irgendeiner Weise professionell zu arbeiten, sind Selbstbau-PCs die Hölle auf Erden. Ja. Weil wenn du eine Fehlerquelle hast, dann viel Glück, die erstmal zu finden. Ja. So, ich glaube, du kannst mich jetzt adden. Ich habe dich schon geaddet eigentlich. Ich kann das aber gerne einfach nochmal tun. Dann mach mal. Ah. So. Sehr schön. So, und jetzt machst du die Map auf und kommst zu uns. Ich mach mal die Map auf. Und ich sehe euch nicht. Welcher Ebene bist du denn? Nicht da, wo du gern hättest, wo ich bin. Warte, Volgras Tempel Dungeon ist da hinten. Ja, da sind wir. Ah, da seid ihr auch wahrscheinlich. Okay, ich hab mal hingeklickt, er macht das automatisch. Ja, ich komm. Du hättest auch einfach auf meinen Namen klicken können, dann kommst du, glaube ich, ne? Zu mir. Ja, wenn wir in seiner Ebene sind, dann geht das. Sind wir. Ja, deswegen komme ich auch. Ah, ich komm doch. Könnt ihr auch Leute noch später aufnehmen in die Gruppe? Ja, theoretisch schon. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Also ich habe gehört, dass wir sowieso noch öfter spielen. Also ihr habt noch eine Chance. Jetzt ja, also runterladen. Wir haben es letztes Mal schon gesagt und wir sagen es dieses Mal auch. Wir werden das Spiel immer mal wieder wohl spielen. Also so einmal im Monat wird es wohl passieren. Das heißt also, auch wenn ihr jetzt die Aufzeichnung seht, dann ladet euch das Spiel halt runter und zockt halt nach. Oder vor. Ich habe gerade mein Inventar erweitert. Ich hatte eine Tasche bekommen, habe Rest aufgemacht. Jetzt habe ich mehr Slots. Ist ja geil. Ach. Muss mal gucken in deinem Inventar, ob du da irgendwo eine Tasche rumliegen hast.
Rüstungskiste. Öffne mit rechts. Rechtsklie. Ich öffne mit Rechtsklie. Bessere Ausrüstung erhalten. Jetzt anlegen? Ja, natürlich. Wird man anlegen, Account gebunden? Ja, mir auch egal. Ne, dann bekommst du vielleicht noch irgendwann mal. Ich müsste so viel Zeug mal verkaufen. Ich schmeiß das einfach mal weg, was soll's. Das sind eh alles Low-Level-Items. Das kann kein großer Verlust sein, wenn ich die jetzt wegschmeiße, ehrlich gesagt. Ich habe das noch nicht so ganz mit diesen Dreiecken verstanden und dem Stellarit. Das kann ich auch so noch nicht sagen. Bist du jetzt mal... Ach, da bist du ja endlich. Ich bin auch da. Ja, dann lass mal gucken hier, wa? So, dann machen wir den Wolgras-Tempel als Gruppe. Aber den können wir maximal... Ich und mein dicker Hamster. Guck, wie er sich freut. Den können wir maximal zu zweit machen. Täglich ja, machen wir halt maximal zu zweit. 0 von 2. Ist das so? Was passiert, wenn ich jetzt betreten drücke? Meckert er wahrscheinlich. Nein. Hättest du mal nicht machen dürfen. Und was ist, wenn du da drauf... wenn du jetzt da in diesen roten Kreisel gehst? Ich geh da mal rein. Passiert... Kann ich einen Dungeon auswählen, aber ich bin da wahrscheinlich nicht hinter einer Instanz. Siehst du das bei der Gruppe? Steht da vielleicht 1 von 2 oder irgendwie sowas? Ich sehe bei Wolgras Tempel Solo 1 von 3. Und bei Gruppe? Bei Gruppe? Ich kann mal kurz da... Nee, warte. Das, ich mach mal kurz betreten. Wolgras Tempel ist zweimal drin. Bist du alleine oder was? Nein. Ah, hier ist jemand nachgespawnt. Wo? Ah, wir haben 1 Euro Dankeschön bekommen. Von Kaktur, I regret nothing but this. Ja, das ist ja was, du gehst in diesen Dings rein, da hast du die Wolgras-Ebene, oder die Wolgras-Tempel hast du als Solo und als Gruppe. Ja, und bei Solo war 1 von 3 und bei den anderen waren 0 von 2 und 0 von 2. Und bei Gruppe kannst du da nicht einfach rein? Ich probier mal, aber da steht halt 0 von 2. Ah, da bist du doch, hallo. Funktioniert doch. Sehr verwirrend. Hm. So, was müssen wir denn tun? Weiß ich gar nicht. Zaubern! Dreh zum Wolgras-Tempel und sieh dich genau um. Du musst mindestens Level 18 haben. Und den Dungeon im Solo-Modus betreten. Ach, das wollte ich ja nicht tun, um die Quest zu beenden. Ja, das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier mal. Wir metzen uns mal hier so ein bisschen durch. Ich wollte die Quest jetzt eigentlich nicht solo machen. Aua! Ach du heilige Schande. Das tut ganz schön weh. Ich kann den Schleim nicht attackieren. Der ist zu schlag. Ah, ich bin aus dem Fenster geklickt. Der ist zu stark. Autsch. Haben wir ein System hier gerade beim Kämpfen? Hat hier irgendjemand ein System? Ich laufe gerade in den Kreis, um mich zu sterben. Das ist mein System. Klingt gut. Oh Gott, jetzt wo du es sagst. Gut, das sind meine Heiltränke schon auf die Leiste geknallt. Haben vielleicht ein bisschen viele von den Gegnern gepult? Nein. Ach du Scheiße. Machen die Schaden. Oh, ich bin tot. Das war's. Okay, ich bin auch tot. Wiederbeleben Item. Also. Ich habe kein Wiederbeleben-Item. Nee. Okay. Vielleicht sollst du doch den Solo machen. Ja, dann muss ich vielleicht doch kurz Solo machen, weil das sieht nicht das so aus. Das geht schnell, da rennst du einfach durch, da sind ein paar Kröten. So, dann gehe ich hier mal ganz kurz raus. Ah! Wir konnten ahnen, dass das Spiel plötzlich an Herausforderungen gewinnt und schwerer wird. Ich bin zu blöd, den Dungeon zu betreten. Herzlichen Glückwunsch. So, dann gehe ich mal. Danke, das ist ganz, wie ich das sehe. Ich bin auch so blöd gewesen. 5 Euro von Moonwolf. Spenden, Ausrufezeichen. Moonwolf ist übrigens mittlerweile, der hat ja Caligari als geilen Pudding abgelöst, möchte ich mal anmerken. Oha. Weil das ist, bedeutet wenn das? Wenn man spendet und immer wieder denselben Nicknamen benutzt, dann wird das addiert. Verstehst du? Achso, das heißt, meinst du. Moonwolf hat jetzt insgesamt 135,27 Euro gespendet. Nicht schlecht. Wow. Nicht schlecht, Moonwolf, hast du gehört? Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Ja, das ist echt Knorke! Ach du Scheiße, machen die Schaden! Also so alleine geht das. Ich glaube, das ist ja auch typisch Instanz. Und mit umso mehr Leuten du drin bist, umso mehr Schaden machen die, ne? Ich bin so tot. Das freut mich doch. Das Problem ist, dass diese Monster auch so ein bisschen aggro zu sein scheinen. Sag mal, wir können ja mal wieder so ein bisschen auch über aktuelle Themen und Co. talken. Das habe ich ja auch in den News so halbwegs angekündigt. Ich habe ja noch mal so eine kleine Kolumne vor zu dieser ganzen Mario-Run-Geschichte. Die lässt mich ja nicht locker und die ist in den News auch tatsächlich jetzt die ganze immer sehr präsent, weil es da immer wieder lustige neue Geschichten zu gibt. Ja, und wie Leute sich über nichts aufregen, ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Deswegen habe ich aufgehört. Ich meine, jetzt in den News hatte ich ja
ja, kannst du sofort, jetzt in die News hatte ich ja nur drin, wie gesagt, nach 3 Tagen waren es ja 37 Millionen Downloads, glaube ich. Irgendwie sowas war die Zahl, die umher schwirrte. Scheiße. Aber die Umsatzprognose wurde halt runtergesetzt aufgrund von den ganz negativen Feedback, was es so gab und so weiter und bla, ist die Umsatzprognose von 60 Millionen auf 15 Millionen gesenkt worden. Und ich glaube, 15 Millionen wäre, also wenn das der Umsatz für die ersten 2 Monate wäre, wäre Nintendo, glaube ich, sehr unzufrieden, weil das ist, glaube ich, eine relativ kleine Installbase dann, verhältnismäßig. Und ich glaube tatsächlich, das kann ich nicht beweisen, aber ich glaube tatsächlich würde Nintendo, ich sag jetzt einfach mal, ja, 15 Millionen Euro Umsatz machen. Abzüglich so Entwicklungskosten sind vielleicht gar nicht so hoch, aber die Werbung und so weiter, ich glaube tatsächlich, dass sie da noch nicht, also die haben noch nicht den Point Even, den Break Even erreicht, glaube ich, damit. Ich bin auch unsicher, ob sie das wirklich wollen. Ich glaube, sie wollten gerade erstmal nur Mario wieder stärken als Marke. Ich glaube, das war so dein Hauptgedanke. Ich glaube, solange sie plus minus null sind, sind sie schon mal glücklich. Natürlich, Geld reinkommt. 1 Euro ist besser als keiner. Vielen Dank, sorry. Geil wäre natürlich sozusagen, natürlich, wenn es plus macht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Mario vor allem. Das ist der Begriff übrigens, der im letzten Jahr ein bisschen ankotzt, bei den Millennials angekommen ist. Die was? Millennials? Ist der Begriff noch nie untergekommen? Das sind halt die Leute, die in 2000 so geboren sind. Das ist jetzt der aktuelle Begriff, um irgendwie zu erklären, warum eine Branche nicht funktioniert. Die Millennials wollen nicht mehr bei McDonald's essen zum Beispiel. Ich bin übrigens immer der felsenfesten Überzeugung, das hängt gar nicht damit zusammen, dass die nicht mehr bei McDonald's essen wollen. Das hängt einfach damit zusammen, dass es an jeder zweiten Ecke einfach Burger gibt, die einfach auch besser schmecken. Ja, es ist so meine wilde Theorie. Ich weiß nicht, aber erinnerst du dich noch an die 90er, wie viele Burgerläden es da so gab in der Stadt oder so? Das war nicht so viel. Du meinst keinen? Ja, also McDonald's. Da gab es halt irgendwann mal Jim Block, gab es halt mal irgendwann im Bergedorf, das weiß ich noch. Und dann war es das aber auch. Ja, genau, aber das sind halt einfach viel. Also ich kriege jetzt alle 10 Meter halt irgendeinen Burgerladen und tatsächlich sind die Burger dann einfach auch besser. Und sorry. Ja, das ist Leute, Qualität gewinnt. Ich glaube, dass. Das ist meine Problematik mit dieser Aussage von Millennials sind schuld, ist mal für mich, wo ich sage, ich esse aber auch nicht bei McDonald's. Was ist jetzt mit mir? Sind die 90er Kids einfach nicht mehr cool? Dan Walker mit den Worten Miep. Ich miepe zurück. Vielen lieben Dank. Ja, ich weiß das auch. Also, es gibt ja immer noch wieder die Momente, wo ich Bock habe auf McDonald's, zum Beispiel gerade, wenn ich was getrunken habe und so weiter. Aber so grundsätzlich, wie gesagt, ich habe heute bei Jim Block tatsächlich gegessen. Einfach, ja. Weil ich hatte Bock auf einen Burger und der war da und alles. Mein Gott, das ist ja Quark. Also, ja, ich verstehe das, wie gesagt, nicht so ganz und ich glaube auch, dass hier was reininterpretiert wird, was nicht unbedingt so ist, aber... Ah ja, und das, also darum ging es sozusagen, denn die meisten, die das runtergeladen haben, wie auch Pokémon Go, waren Millennials. Ich glaube tatsächlich, dass der Preis tatsächlich ein Problem ist und es geht da gar nicht so, und das werde ich auch in der Kolumne so ein bisschen sagen, es geht auch gar nicht um die Geschichte, dass der Preis, ob das Spiel zu teuer ist oder nicht, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich, es ist ja nur iOS, sondern... Tatsächlich ist dadurch, dass es 10 Euro kostet, macht man nicht so einen Impulskauf. Weil 10 Euro ist eine Summe, da überlegst du schon mal oder denkst nach oder hast das Guthaben vielleicht auch gar nicht so drauf, wenn du ein Prepaid-Guthaben nutzt, was ja viele von deinen Millennials nutzen dann vielleicht. Das heißt, bei 10 Euro, finde ich, bist du nicht mehr in dieser Impulskaufgrenze, weißt du? Ich weiß, was du meinst, weil dann wiederum bleibe ich dabei, dass das einfach sozusagen auch nicht ein Zweck ist, damit extrem viel Geld zu machen. Ich glaube, die Demo runterzuladen reicht Nintendo aktuell sogar. Die sind damit absolut zufrieden. Das heißt, sie wollen einfach die Installbase mit der Demo haben. Warum wohl haben sie wirklich darauf gepusht, dass Mario unbedingt jetzt noch im Dezember rauskommt, damit Mario wieder in den Köpfen ist? Weil die Switch im März rauskommt und das Gerücht besagt, dass Mario zum Launch dabei ist. Die Leute wollen, also Nintendo will einfach nur, dass die Leute wieder Mario denken. Ähnlich wie bei Pokémon Go, wo sie auch dachten, hey, 3 Monate später kommt Dingsens, also... Ja. Das ist nur deswegen. Das hat ja funktioniert, so ist es nicht. Und ich glaube sogar, das könnte der Switch helfen. Ich habe immer scherzhaft gesagt, Super Mario Run ist Nintendos Weihnachts-Line-Up. Was leider auch stimmt. Na, und der NES Classic, ne? Muss man auch nicht vergessen. Ja, den kannst du ja nirgendwo kaufen. Pokémon Sonne kann ich aktuell auch nicht bei Amazon kaufen, das ist ja doch ein wenig. Ist es nicht verfügbar? Nee, beide Versionen nicht. Ulkig. Für Weihnachten sollst du nicht bei Amazon Pokémon kaufen. Du kannst sie überall anders kaufen, aber Amazon ist nicht. Weil das Spiel ist nicht ausverkauft. Nein, auf keinen Fall. Was wollte ich gerade sagen? Ja, aber ich finde, also wie gesagt, da glaube ich tatsächlich haben sie die Impulskäufer ein bisschen verloren. Und ich glaube persönlich, ich kann es nicht urteilen, weil verdammte Axt, es ist ja nur iOS. Das kotzt mich übrigens grundsätzlich ein bisschen an. Kommt ja noch.
Zwar nicht für Windows Phone, aber kommt ja noch. Man weiß nie wann, aber vielleicht, ne? Es kommt immer dann plötzlich. Ich würde sagen, die werden es einfach ankündigen, wenn es 3 Tage vorher rauskommt. Und das kann auch schon im Januar sein. Ja, das ist vor ja, Switch das, auf jeden Fall. Das ist ja tatsächlich ein zeitexklusiver Deal mit Apple. Ich glaube auch tatsächlich nochmal 1 Euro von Tets. Vielen lieben Dank. Er wollte auch Mountain in der Spenderliste auftauchen. Ich möchte übrigens mal kurz anmerken, es wäre auch geil, wenn ihr nur 1 Euro spendet, dass ihr dann wenigstens die Gebühren übernimmt, weil ansonsten gewinnt eigentlich nur Tippy am Ende und PayPal. Also du meinst, wir machen Minus? Naja, im Sinne von, es bringt einfach niemanden etwas. Also im Endeffekt spendet ihr PayPal, ja, das stimmt dann. Ja, Tippy und PayPal bekommen am meisten, wenn ihr dann 1 Euro spendet und die Gebühren dann nicht übernehmt. Ja, das ist dann trotzdem viel. Das ist ja der gute Weg. Ja, natürlich, danke trotzdem, aber so als Hinweis, das ist... Genau. Das könnt ihr übrigens, wenn ihr spendet, nämlich auch anklicken. Hier, ich übernehme die Transaktionsgebühr oder irgendwie sowas war das. Ja, und dann seht ihr auch sozusagen, wie viel das ist, damit ihr auch dann... Das ist denn immer sehr, sehr transparent tatsächlich dann. Unfassbar. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Achso, ja, wie gesagt, und die 9 Euro. Da könnt ihr die Transaktionsgebühren auch bei uns belassen. Danke, Schattenwelt. Vielen lieben Dank. Was ich sagen wollte ist, tatsächlich glaube ich, diese Always-On-Geschichte wird mich ein bisschen ankotzen. Wichtig ist nur, dass man dazu auch sagt, wenn man jetzt die Verbindung verliert, bricht das Spiel nicht ab. Man kann nur nach dem Level nicht weiterspielen, bis man wieder Internet hat. Ne? Also nur, damit man das mal versteht. Ich finde aber schön, dass Miyamoto zugegeben hat direkt, dass das alles nur wegen Kopierschutz ist. Und mir dachte, glaubst du das? Immerhin hat er gesagt und das glaube ich ihm. Glaubst du ihm das? Ich glaube ihm das nicht. Tut mir wirklich leid. Warum? Weil es keinen Sinn macht. Wieso nicht? Weil ich das einfach nicht sehe. Also bei Apple-Geräten so oder so, mein Gott. Glaubst du tatsächlich... Es gibt viele geroutete iPhones. Ja, der Crack wird ganz schön schnell draußen. Ich hätte halt sehr verstanden, hätten sie halt gesagt, okay, das ist wegen der Highscore-Liste und so weiter, aber das hätte man auch alles eleganter lösen können, finde ich. Ja, deswegen ist es einfach nur wegen Piraterie. Das ist der einzige Grund, warum man sowas macht. Deswegen gibt es doch Always On, auch bei PC-Spielen. Aber hätte man da nicht einfach eine Abfrage machen können? Was für eine Abfrage? Nicht einfach, weiß ich nicht. Hätte man nicht einfach... Was weiß ich denn? Die Anti-Piraten-Abfrage. Hätte man das... Die gute alte. Was ist denn, wenn man zumindest alle 1-2 Tage oder jeden Tag zumindest einmal eingeloggt sein muss via Netz oder so? Warum musst du denn permanent mit dem Netz verbunden sein? Das habe ich nie verstanden. Ja, wahrscheinlich, weil man es sonst irgendwie noch einfach austricksen kann. Wer weiß sozusagen, was hinterher abgeht. Was er da wirklich jede Minute einmal rüberschickt oder so. Aber hast du die ganze Negativpresse dazu gelesen? Ja, natürlich. Aber wie gesagt, ich sehe Mario Run nicht als ein Spiel an. Ich sehe es als ein reines Werbeprodukt an, für das du Geld zahlen musst. Es ist wie eine Metal Gear Solid oder Final Fantasy Demo, für die du halt Geld zahlst. Ninvert hat jetzt nachträglich den 1 Euro Transaktionsgebühren überwiesen. Vielen Dank. Oh. Ja gut, aber tatsächlich, ich bin heute erst wieder so ein bisschen ganz normal U-Bahn gefahren und wie das halt so ist, eine U-Bahn fährt unterirdisch und da verlierst du halt gerne mal die Datenverbindung. Oder auch wenn man generell Zug fährt, von mir ist auch im Fernverkehr und du fährst im IC, der keine Internetverbindung hat, dann kannst du dieses Spiel nicht spielen und ich wäre halt tatsächlich nicht dafür bereit für ein mobiles Spiel, was nur einen kleinen Online-Komponenten-Ansatz hat. Eine Always-On-Kopierschutz in Kauf zu nehmen, wenn ich 10 Euro bezahlen muss. Wir reden von einem mobilen Endgerät. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Natürlich nicht. Ich meine, man kann die Berichterstattung ja auch komplett verstehen und Nintendo darf sich da auch nicht wundern. Das hätte ich dir noch sagen. Ey, man kann sozusagen noch froh sein, dass wenigstens so mal dasselbe noch zu Ende spielen darf. Das ist ja schon mal etwas. Aber stell dir mal vor, sie würden es bei der Switch machen. Dass sie so eine Xbox One dann mal, doch hätte. Hast du die mal. Die hat ja an. Also. Lass mal das Switch-Thema noch ein bisschen nach hinten schieben. Ich glaube, das ist besser, weil sonst verwurscheln wir uns so ein bisschen. Hast du Mario Run schon irgendwo gespielt? Nein. Tatsächlich aber habe ich das Gefühl, durch die Videos habe ich auch alles gesehen, was ich sehen musste. Also System OK hat 5 Euro abgedrückt. Danke für die tollen Videos, sagt er. Danke für deine Spende und deinen Support, sagen wir. Oh Gott, und Lindaro hat auch noch 1 Euro. Wollt ihr alle in diese Liste da unten rein? Ist es das? Kann man denn so leicht teasen? Ist die so lang? Ich habe noch nicht reingeguckt. Scrollt die durch, oder? Ja, die 6 Zeichen und die scrollen nach unten rechts raus, die Namen. Ah, okay. So, ne, das ist eigentlich so die Idee. Ja, ich habe halt auch so gekriegt, ich denke mir so, ja, ja, also es sieht ja grundsätzlich alles ganz nett aus. Dann überlege ich mir nur so, ich habe ja Rayman, die Rayman-Spiele sehr gerne gespielt. Also nicht das letzte, aber die beiden, wie haben sie es jetzt überall genannt? Jungle Run und Fiesta Run? Nee, das meine ich gar nicht, sondern das One Push, nicht Endless Runner, sondern One Button Runner, irgendwie sowas in der Art. Was dem aber zumindest sehr nahe kommt.
Ich mochte Jungle Run und Fiesta Run sehr gerne. Super Spiele. Mhm. Und Fiesta Run hat 1,99 Euro gekostet. Habe ich gekauft. Yep. Fand ich gut. Kommt mal machen. Aber ich glaube, Fiesta Run hatte auch noch In-App-Sachen. Ja, tatsächlich. Du konntest das hat Mario die, nicht. Die Punkte kaufen. Ja, tatsächlich. Stimmt. Ich glaube, Jungle Run war auch deswegen noch ein Ticken teurer, glaube ich. Also Fiesta Run war wieder günstiger, Jungle Run war am Anfang teurer. Und ich glaube, das war ja sozusagen das System. Die hatten teuer angefangen, haben dann In-App gemacht und günstiger und jetzt sozusagen mit Rayman Adventure kostenlos und dafür Hardcore-In-App-Käufe. Ja, tatsächlich finde ich aber, also ich bezahle gern 1,50 Euro für eine App, wo ich dann optionale Mikrotransaktionen angeboten bekomme, die dann aber auch fair reingebaut sind und mich nicht stören. Also ich habe bei Fiesta Run keinen einzigen Cent in Microtransaction ausgegeben. Das war ja nur die Geschichte, hey, willst du jetzt Sterne kaufen, um Level freizuschalten? Und die Kostüme-Level, waren das so? Kostüme, also, beides. Also, ja, ne? Ich glaube, vor allem Kostüme war das. Und Artworks und so ein Scheiß. Ja, so ein Spaß. Aber das hat dich eigentlich keinen Grund, das zu kaufen, ehrlich gesagt. Nee. Adventure ist natürlich schon wieder eine andere Sache, aber gut, das ist ein kostenloses Spiel. Das nervt dich halt damit. Darum ist halt nur letztendlich, dass du halt nicht weiterkommen darfst. Ab einem bestimmten Punkt, dass du warten müsstest. Weil du brütest halt Eier aus, wo deine Wesen drin sind. Und sobald ein Ei ausgebrütet wird, kannst du halt in der Zeit nichts mehr machen, es sei denn, du zahlst Geld. Das heißt, du musst halt warten, bis das Ei ausgebrütet ist. Das typische System halt im Sinne von jetzt Geld ausgeben oder du musst warten. Aber natürlich dann, ne? Am besten häufig Geld ausgeben, nicht nur einmal Geld ausgeben. Das ist das System. Ja. Einige sagen natürlich, ist okay, ich will dann eh eine Pause machen. Ich sage, wenn ich es mit Controller spiele, habe ich diese vier Welten innerhalb von 5 Minuten durch. Weil Gott sei Dank hat das Spiel Controller-Support. Was witzigerweise... Es ist seltsam, weil auf dem Cheat-TV kannst du Adventure nicht runterladen, obwohl es Controller-Support hat. Du kannst aber Fiesta Run runterladen, wo du einfach nur den A-Knopf verwendest. Und den Schlagen-Knopf. Das ist so... Warum? Wenn nicht die Cheat-Konsole so das... Eigentlich das beste Gerät dafür... Schattenwelt hat 2 Euro abgedrückt. Als müsste ich warten, bis mein Name weg ist. Jetzt ist er zweimal in der Liste. Du Held. Ha! Vielen lieben Dank. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich hatte ja ganz kurz mit dem Albert von Lores HD eine ganz, ganz kurze Diskussion. Weil er gesagt hat... Über Twitter? Ja, Nintendo hat halt... Also er meint halt, Nintendo ist das Geld komplett egal. Es geht nur ums Branding. Also das, was du auch gesagt hast. Das glaube ich nicht. Und also ist das Branding ja, aber nicht komplett egal. Ich habe zu ihm gesagt, und dabei bleibe ich auch, es ist ein netter Nebeneffekt und Nintendo weiß, dass es die Marken stärkt, beziehungsweise wieder ins Bewusstsein bringt und sie viel kostenloses Marketing bekommen, durch Medien und Co. Aber sie bauen sich hier ein weiteres Standbein auf, um sich auch abzusichern. Und das kann ich sehr nachvollziehen. Sonst würde jetzt nicht auch noch Animal Crossing und Co. noch zusätzlich dazukommen. Klar, natürlich. Auch wieder Marke, aber Geld. Es ist immer noch Geld. Und ich bleibe dabei, Animal Crossing wird Microtransactions haben. Das wäre sonst, ich muss leider, es wird glaube ich viel einfacher. Technisch wäre es dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ja, ich wollte gerade sagen, es wäre wirtschaftlich komplett idiotisch. Ich könnte mir sogar Animal Crossing Free-to-Play theoretisch vorstellen. Ja. Lindrino hat 1 Euro abgedrückt. Wo liest du da bitte Lindrino? L-I-N-D-R-I-N. Lindrino? Nico, der Stream ruckelt immer noch, du ruckelst. Ruckelt der? Dürfte er eigentlich gar nicht. Das hoffe ich doch, dass er das nicht dürfte. Also, ich habe auch keine Drop-Frames. Kannst du mal selber reingucken? Ich guck mal rein. Ich kann auch einfach mal die Grafik ein bisschen runterdrehen, mal so aus Gag. Also, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das eigentlich... So alles kannst du... Ich dreh mal alles so ein bisschen runter. Du bewegst dich gerade nicht. Ja, das ist schlecht. So, jetzt habe ich über auf Übernehmen gedrückt und hoffe, dass das Spiel nicht abschützt. Jetzt hat sie kurz bei mir auch geruckelt, ja, aber so beim normalen Laufen. So, ich bin jetzt einfach mal gerade ausgelaufen. Ja, am Anfang war ein kleiner Ruckler drin, das habe ich gemerkt, weil die Grafik umgestellt hat, aber dann... Du wirst es mir gleich sagen. Das ist gerade so schwer, weil ich nur im Monster sich bewegen sehe, aber... Ja, du hast bestimmt mal wieder nicht auf Interaktion optimieren gemacht, wie du es immer vergisst. Du musst warten, bis ich da mit der Grafikumstellung fertig bin. Ja, hättest du mal auf Interaktion optimieren gemacht. Kommt, hat Nintendo vor, auch Fire Emblem zu bringen? Also ich meine, 1,56 Euro, ja, da wollte jemand die Gebühren bezahlen. Ihr seid im Moment die Besten auf YouTube, die da so existieren. Das ruckelt wirklich. Ja, warum ruckelt das denn? Bei mir ruckelt nichts. Nichts im X-Split, nichts im Dingsens. Ja, seltsam. Nervig auf jeden Fall. Hast du die CPU zu hoch eingestellt? Beim Codieren vielleicht? Nö. Vielleicht sollte ich einfach mal aufhören, weißt du, ich greife mal die Sequenz neu ab.
Manchmal ist das ja auch alles so ein bisschen doof. Machst du es über Game oder machst du das Fenster? Jetzt habe ich jetzt mal Fenster gemacht. Boah, ich glaube, das ist der ganze Stream, weil die kleine GIF-Animation mit den tanzenden Typen ist auch ein bisschen ruckelig. Das ist ja doof. Mhm. Ja, da kann ich aber jetzt, ja, was, da kann ich gerade nichts machen. Weil hier ruckelt nichts, keine Dropframes, kein nichts, meine CPU ist bei 80%, alles total entspannt. 80%? Das ist nicht entspannt. Bei Streaming und Dings ist alles okay. Da habe ich, was weiß ich, 30 oder so. Aber gut, das ist ein Alienware. Nee, es ist kein Alienware, du hast einen hochklassigen Intel drin, mein Freund. Das hängt nicht mit dem Alienware jetzt direkt zusammen. Nö, aber eigentlich alles okay. Außerdem hätte ich ja Dropframes, wenn er nicht mit einem Kodian hinterherkommen würde. Nee, Dropframes ist eigentlich eher, wenn die Internetverbindung nicht funktioniert. Ja, also wie dann gesagt, droppt er Frames. Ich hab halt, wie gesagt, aber ich sehe halt keine. Ich sehe es halt nicht. Da ist halt nichts. Es läuft halt alles fließend. Ich würde sagen. So, ich weiß was, ich ziehe mal die Grafik auf 27p runter vom Spiel und guck mal, was passiert. Okay. Also, weil viel mehr kann ich dann auch nicht mehr tun, ehrlich gesagt. So. So. Ja, wie gesagt, bei Animal Crossing erwarte ich ja tatsächlich auch, dass sie das Spiel vielleicht tatsächlich kostenlos rausbringen und dann. Ja. Ja, ich gehe davon aus. Fire Emblem wahrscheinlich auch. Weißt du, was für Fire Emblem fies wäre? Na. Naja, wenn du stirbst, einfach dann. Geht weg. Jedes Mal, hey, willst du wieder? Willst du, dass der Charakter noch lebt? Dann gib Geld aus. Das wäre eigentlich gar nicht so blöd. Es wäre aber auch nicht so nett. So. Kurz die Katze hier drin. Twin Saga. So, ich habe das Spiel auch mal neu eingebettet, weil wieso nicht? So, mal gucken, ob es jetzt auch noch. Ach du, heieiei, 27p auf 4K ist halt auch so eine. Jetzt muss ich mein Interface hier erstmal irgendwie hinbauen. Ach du Scheiße, ist das riesig. Jo! Das Lustige ist auch. Guck doch erst mal, ob es noch ruckelt. Also, das ist doch egal. Ich sagen. Ja, ich. Das Lustige ist halt so, auf dem 4K-Bildschirm habe ich oben jetzt so ein klitzekleines Fenster. Das ist halt auch nicht so schön. So, ich bin jetzt mal bis zum Ende gelaufen. Wenn es jetzt immer noch ruckelt, dann kann ich auch sonst nichts tun. Ja, das ruckelt immer noch. Ja, denn es ist ja noch dieselben Einstellungen wie letztes Mal. Ich habe doch nichts geändert. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist ein X-Bit halt. Muss man da dummerweise den Stream für beenden, aber gucken sozusagen, was du als Qualitätseinstellung hast. Ob du dann vielleicht doch irgendwann mal ein bisschen höher gegangen bist. Nein. Sicher, dass es die Standard ist? Alles so, wie es war. Nee. Ich habe nichts dran geändert. Soll ich so einen Stream? Du kannst dir den Streamer übernehmen, ja. Ja, mach erstmal weiter. Red mal weiter. Es kann auch sein, dass X-Split, wie gesagt, irgendwo gerade was verschluckt. Das Programm macht auch gerne mal Fehler. Das stimmt wohl. Also, wie gesagt, also technisch ist bei mir so, also das ist halt so ein bisschen doof, wenn es so ist. Aber egal. Ja, mach erstmal weiter. Ich starte alles nebenbei und muss mal Tippi nochmal kurz eine Liste runterziehen und sowas. Seit wann kann man Twin Saga mit dem Controller spielen? Kann man? Ich wusste es nicht. Ich probiere es mal aus. Der Panda ist weg. Ja, tut mir leid. Dann hast du ja, Tatsache. Warte. Ja? Nee, der Charakter dreht sich, aber bewegt sich nicht. Ich kann mit dem Steuerkreuz die Kamera machen. Aha. Mit dem linken Stick kann ich mich drehen. Mit dem rechten Stick mache ich die Maus. Ich muss A drücken, um mich dahin zu bewegen. Aber wie drehe ich denn die Kamera? Kannst du bitte deinen Stream machen? Ja, sorry. Ich mach ja. Wir können aber währenddessen einfach auch schon mal zum nächsten Thema springen. Weil einfach mal, dann haben die Leute noch so ein bisschen Input. Input? Außer du möchtest zu Mario Run noch irgendwas Sinnvolles sagen. Sobald ich das mal gespielt habe, wäre irgendwas Sinnvolles. Oh. Okay. Nee. Das dauert dann ja noch so ein bisschen, ne? Ja. Das dauert dann ja noch so ein bisschen. Denn ist ja noch eine andere Geschichte. Ich habe ja den Switch, in Anführungszeichen, Leak hast du ja auch gelesen gehabt. Wo ich ja auch im Video gesagt habe, dass der von einer Quelle kommt, die durchaus schon
Leaks rausgehauen hat, die so als wahr sich rausgestellt haben. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendein Hario-Pi. Dennoch ist es schlicht und ergreifend ein Gerücht und nichts Bestätigtes. Und Nintendo wird auch keine Hardware-Specs rausgeben. Das haben sie, glaube ich, noch nie gemacht, oder? Es musste immer jemand kommen und die Konsole aufreißen. Ich glaube, ein GameCube noch. Ja, weil sie da die stärkste Konsole Na, die Xbox war stärker, aber... Ja, doch? Ja, die war stärker. Okay, gut. Doch. Aber da konnten sie sich messen, sagen wir es mal so. Ja. Aber seitdem haben sie keine Hardware-Specs mehr rausgegeben. Sie haben zwar gesagt, okay, da steckt eine AMD-GPU drin oder AMD-Technik, aber es musste immer erst jemand kommen und das Ding aufreißen, ne? Ja. Das stimmt. Ja, ich glaube, sie werden auch hier einfach die Klappe halten. Maximal wird Nvidia aber irgendwas sagen, irgendwann mal, aber... Es wird im März, wird irgendjemand das Gerät aufreißen und dann wissen wir es dann genau. Allerdings klingt das alles ein bisschen plausibel. Wir warten allerdings jetzt damit mal kurz, bis Christian den Stream selbst wieder gestartet hat, weil das macht sonst jetzt keinen Sinn, glaube ich, mit der Diskussion. Ja, ich hab's gleich. Hab's gleich, muss noch kurz den hier... Den Code für die Liste schicke ich dir auch gleich einfach, für die Spenden. Hab ich doch schon. Hab ich alle schon. Alle schon drin. Schöne Liste unten. Schöne Querliste. Ja. Schön. Schönste. Die ist halt auch praktischer so als die anderen. Ich mach das mal, ich teile das mal ein bisschen alles an das auf, damit es hier besser passt. Mach das mal. Ich guck mal so ein bisschen in den Schrieben. So. Na, die Liste muss ein bisschen breiter, sonst sieht das doof aus. Also eigentlich kannst du über den ganzen Bildschirm ziehen. Okay, hast du 60 Bilder oder 30? 30. 1080? Ja. Okay, ich brauche dann nur noch den Code, also den hier. Den Stream-Key. Den kann ich hier kurz über Skype schicken. Und dann geht das hier auch los. So, und wenn es bei dir dann auch ruckelt, dann, ja. Dann doof. Also ich glaube tatsächlich, dass XBit irgendwas verschluckt und dass ich XBit neu starten müsste oder vielleicht den ganzen Rechner einmal, aber das sei es drum jetzt, ne? Ja. Gut, an alle so. Euch, dann bleibt kurz dran. Ich weiß, das funktioniert immer nicht. Ihr müsst auch nicht aktualisieren eigentlich. Eigentlich nicht, deswegen, wir machen sofort weiter. Deswegen, kein Stress hier. Warte, ich muss kurz an. Oh Gott, nein, nicht in die Live-Control rum, bin ich bescheuert. Deswegen, okay. Geh gleich weiter. Ja, ich geh mal direkt drauf. Das sollte kein Problem sein. Das sollte jetzt eigentlich direkt gehen. Ich habe einen Live-Control. Ich sehe es ja noch. Also sollte gehen. Ja, ich hab den Stream offen. Wir müssen ein paar Sekunden warten, wie du weißt. Sollte gehen. Ja, direkt rüber geswitcht. Ja, siehste. Technik. So, ich hoffe, jetzt ruckelt das nicht mehr. Ja, mein PC macht auch den nächsten Lüfter an. Das scheint zu funktionieren. Da will eine Kamera über den Kopf. Aber schön, dass das direkt rüber geswitcht ist. Hübsch. Das sah ja richtig professionell gerade aus im Stream. Als hätte da nur jemand ein Schalterchen gedrückt. Ja, du. Hat sie gelohnt. Ist aber gelogen. So, jetzt kann ich auch wieder voll AD gehen. Das freut mich doch. So, sehr gut. Wow, das war seamless. Ja, Dankeschön. So, dann kann ich mir die Grafik hochdrehen. Ich achte jetzt ein bisschen mehr auf den Chat auch vor allem. Und, ja, Switch, da können wir nochmal elegant drüber reden. Ach, und zwar, du hast die Specs, hast du dir durchgelesen? Ja, ich hab's mir angeguckt. Hast du mir durchgelesen? Was ist so deine? Hältst du das für? Ja. Also ist okay. Also ich habe sozusagen Gott sei Dank Erfahrung mit den Ski Tablet und mit den Ski TV. So, das ist sehr hilfreich, weil kein Arsch kann sich sonst etwas unter vorstellen. Das ist immer so. Mhm. Es werden immer wieder gerade mit Zahlen um sich geworfen und keiner hat irgendwie hartes Faktenmaterial mal gesehen. Es wird immer wieder von X1-Chip gesprochen, also ein Kram. Aber wie viele von euch haben gesehen, was der X1-Chip wirklich kann? Das ist ja, ne? Wird selten irgendwie zur Diskussion gebracht. Und es wird ja aktuell gesagt, es ist schwächer als der X1-Chip. Und ich behaupte sozusagen, am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass der X1-Chip und der neue Chip gleich auf sind beim Docking-Modus. Davon gehe ich aus. Und der X1-Chip ist eigentlich ziemlich gut. Eigentlich ist das ein ziemlich guter Chip, der wurde aber bisher noch nie richtig in Anführungsstrichen gut verwendet. Wir hatten da Ports von Resident Evil 5 gesehen und Metal Gear Rising, aber die Ports waren nicht so geil. Das heißt, das lag gar nicht an Chip, dass es nicht so geil lief, sondern es lag dann halt mehr an Port. Wichtiger Fakt ist erstmal, dass Breath of the Wild, also Zelda, läuft flüssig. Und damit bin ich schon mal glücklich. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Nicht wie die Wii U-Version, meinst du? Ja.
Das Ding ist jetzt vor allem, das muss dann auch bitte im Mobile flüssig laufen. Das ist für mich wichtig, weil ich kann mir folglich vorstellen, dass 40% an Leistung verloren gehen, wenn Mobile-Modus an ist. Aber die Konsole wird ja auch auf 27p laufen. Das wollte ich gerade sagen. Und 27p, 40%, das geht rechnerisch eigentlich auch ganz gut auf. Ja, also es geht vor allem, dass eben schwere Effekte wie Schatteneffekte und Blumen und all so ein Kram halt, diese Post-Processing-Effekte, dass die sozusagen sehr viel einfacher werden, je niedriger die Auflösung ist. Polygone und sonstiges Pushen ist ja heutzutage gar nicht mehr so wirklich das Schlimme. Musst du übrigens das Spiel kurz neu starten. Ja, und es ist ja aber auch die Geschichte, warte mal, ganz kurz Grafikeffekte. Hier kann ich will auch immer noch mal anmerken, es ist eigentlich ein Mobile-Gerät. Das ist ganz, ganz wichtig, das darf man nicht vergessen. Dummerweise bewirbt Nintendo überall ihre neue Heimkonsole und da zitiere ich Nintendo. Es ist ja auch ihre neue Heimkonsole, aber es ist auch ihr neuer Handheld. Ja, natürlich. Ich weiß, was du sagen möchtest, aber ja. Ich verstehe ein bisschen, dass ein paar Leute, also zwei Sachen muss man dazu vorher noch sagen. Zwar einmal sind das ja angeblich die Specs für die Entwickler, also für die Dev-Kits. Das heißt, die Specs sind so ein bisschen unter dem, was das Gerät dann theoretisch könnte. So würde man zumindest die ersten Dev-Kits anlegen, weil das wäre sonst ein bisschen idiotisch. Und dann ist so die Geschichte, dass ich die Specs eigentlich für... Also ich kann mir das so vorstellen, dass das alles soweit stimmt. Es klingt auch alles relativ plausibel, gerade wenn Nintendo auch irgendwie eine Preisklasse halten möchte. Ich kann halt die Leute verstehen, die dann tatsächlich etwas ernüchtert sind, wenn sie halt so das lesen und dem Glauben schenken. Weil ich glaube schon, dass sich viele Leute zumindest gewünscht hätten, dass man auf die Pascal-Architektur setzt. Gerade weil Nvidia auch in ihrer Pressemitteilung rausgehauen hat, wir benutzen das Neueste, was wir haben an Technik. Was ist das Neueste? Das kann ja natürlich stimmen. Ja, natürlich. Das wollte ich gerade sagen. Das kann ja natürlich das Neueste sein, was sie gemacht haben, weil es der neueste Chip ist, den sie entwickelt haben. Aber also die Enttäuschung kommt wieder für mich dann auch nur letztendlich, weil die Leute sozusagen einfach nur mit Wörtern um sich werfen, aber auch keine Ahnung haben, was sie da eigentlich gerade sagen. Dann sagen sie halt, Pascal ist ganz geil, aber letztendlich ist es so, ist doch scheißegal, ob es Pascal ist oder Maxwell. Naja, gut, aber tatsächlich hat das Ding eine deutlich bessere Stromeffizienz und so weiter. Also das ja, aber es ist halt dennoch auf Tegra basierend und sonstiges. Das ist das Wichtige. Tegra-Chips, mega geil, vor allem für Mobile. Das ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, deswegen habe ich einfach nur totales Vertrauen darin, weil ich nun mal diese Geräte kenne, die diese Chipsets verwenden. Und das wird schon laufen, das Teil. Es wird vielleicht eine Xbox One sein, aber. Ja, also davon müssen wir uns auch so ein bisschen verabschieden, wenn man sich so die Taktraten anguckt. Ich weiß, Taktraten sind nicht alles, bla bla bla, aber trotzdem, wenn man sich das so ein bisschen anguckt. Also ich habe in der Kolumne gesagt, wir bekommen besser gesagt den stärksten Handheld, den wir je gesehen haben. Gut, alles andere wäre auch überraschend. Die Vita ist 6 fucking Jahre alt. Ja. Aber wir bekommen eine Konsole, die stärker als die Wii U ist, aber eben auch schwächer als die Xbox One. Und zwar auch nicht so, auch sie ist nicht ein Fünkelchen schwächer, sondern schon, sie ist einfach schwächer. Das wissen wir noch nicht. Das ist noch mal schwer zu sagen. Aber ja, sie wird auf jeden Fall schwächer sein. Also ich meine halt nicht, dass sie nur, dass du halt sagst, ja okay, ich sag mal ein Beispiel, das ist ein Spiel, was auf der Xbox One mit 1080p läuft, auf der Switch nur mit 900p läuft oder so. Das wird so nur nicht funktionieren. Da muss noch ein bisschen mehr getweakt werden. Übrigens ist das aber auch eine interessante Geschichte, weil theoretisch ist es ja ohne Probleme möglich und das gab es ja auch so ein paar Gerüchte zu, dass Spieler auf der Switch dann gerne auch einfach mal im Mobile-Modus nicht auf 27p laufen, sondern vielleicht auf 500 und etwas p, als sie runterskaliert werden. Das kann sein, halt aber glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ja nur, es heißt ja nur, dass die Switch theoretisch 27 und 1080p maximal kann. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche, dass sie in der Heimkonsole jetzt nicht immer auf 1080p kommt. Mein Gott, das wird halt leider, glaube ich, so sein. Kann sein. Gerade ist die Frage, wie Nintendo sozusagen auch den Leuten vorsagt. Ich meine, wenn die sowas sagen würden wie, ey, auf der Konsole muss man 1080 laufen und auf dem Handheld muss dann 27, dann ist das eine Sache. Das wissen wir halt noch nicht. Das ist eine Sache für Januar dann auf jeden Fall. Glaubst du nicht, dass da die Gefahr aber dann wieder vorhanden ist, dass die Third Parties dann sagen, pff, dann halt nicht? Solange sie Geld bekommen? Nee, nö. Das habe ich auch gesagt. Also Nintendo muss denen tatsächlich mal ein bisschen in den Arsch kommen, ne? Geben. Also kriechen. Du bist ein Arsch sagen. Kriechen ist das Arsch kriechen ist das richtige Wort. Ohne wird das nicht gehen. Nee. Und ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, es wird ein FIFA bestimmt kommen. Ja, es wird ein FIFA kommen, weil EA Sports bzw. EA ist verpflichtet, auf jeder Konsole ein FIFA zu bringen. Das ist vertraglich mit der FIFA so geregelt. Deswegen gab es für die Wii U exakt wie viele FIFA-Spiele? Ja, genau eins. Genau eins. Ja. Damit hatten sie ihr FIFA. Ja.
Erledigt. FIFA war verfügbar. Das ist das. Da ist haben sie noch kurz die Hände abgeklopft und gesagt, so, Job getan. Warum wird immer von Power geredet, sagt Linus gerade im Chat. Die PS4 Pro hat die doppelte PS4-Power. Und diese wird nicht genutzt momentan. Also die PS4 Pro hat nicht die doppelte Power der PS4. Und sie, die Power wird genutzt. Allein 4K zu rendern ist nicht mal eben so getan. Erstmal meistens upscaled. Also ich weiß, es gibt ein paar native 4K-Spiele und wird es auch geben. Aber selbst wenn die upscaled sind, ist es dann zwar nicht native 4K-Auflösung, aber immer noch höher als 1080. Und das ist ja auch schon wieder ein Schritt. Also, ja, ein paar PS4 Pro Spiele werden ja tatsächlich nativ auf 4K gehen. Aber sowas wie zum Beispiel. Allerdings bieten sie. Ja. Last of Us zum Beispiel, würde ich jetzt sagen. Was einfach, ich glaube, nicht 4K nativ hat, aber halt nahe dem. Und das ist für ein Last of Us schon mal nicht schlecht. Auch für die Uncharted Collection und sowas. Das ist ja alles nicht übel. Scheiße ist halt nur, wenn er aus irgendwelchen Gründen auf der Pro schlechter läuft. Dann fragt man sich, was dann passiert. Was ist auch schon gehabt. Ja. Ja, aber doppelt so stark ist die PS4 halt, also die Pro nicht. Das ist, ja. Das wäre beeindruckend für den Preis. Das wäre sehr beeindruckend für den Preis. Und dann wäre natives 4K auch gar nicht so das größte Problem. Ja. Doppelt so stark, das ist schon dann ganz schön viel. Wird sie denn mehr Power haben als die Wii U? Im Konsolenmodus auf jeden Fall, im Handheld-Modus nicht. Ich würde sagen, Handheld-Modus ist mit der Wii U gleich auf. Das rechne ich eigentlich. Glaubst du? Ja. Glaube ich nicht. Doch. Also, wenn ich mir das Ski-Tablet ansehe, dann doch. Da läuft Trine genauso gut drauf, wie es zum Beispiel bei Wii U. Und das ist ein Spiel, was auch schon ein bisschen Power benötigt. Wir werden sehen. Also, so ein Spiel wie Mario Kart 8 zum Beispiel, würde ich sagen, läuft darauf, ohne Probleme. Auf dem Ski-Tablet. Aber, wir lassen jetzt die Auflösungsdiskussion da raus, weil, wie gesagt, das ist, das macht jetzt ja, natürlich, 27p. Klar, 27p. So lief es jetzt zum Beispiel Trine ja auch auf dem Ski-Tablet, soweit ich weiß. Ja, genau, 27p auf dem Tablet und auf dem Ski-TV lief das Spiel mit 1080. Ist das nicht geil, dass Leute immer noch Music Monkey schreibt es gerade in den Chat, dass Leute immer noch bei Skyrim total abticken? Wenn Skyrim für die Switch kaufe ich mir das Ding sofort. Was ja cool ist, dass du Skyrim magst. Versteh mich da bitte jetzt nicht falsch. Also es ist unglaublich, wie ein 6 Jahre altes Spiel noch immer so triggern kann. Naja, Ocarina of Time. Ja, das ist das Ocarina of Time für die Leute, die Ocarina of Time oder Nintendo nicht verfolgt haben oder wie auch immer. Ob übrigens Skyrim kommt oder nicht, hat Bethesda komplett offen gelassen, weil die Spielszenen, die ihr im ersten Trailer gesehen habt von der Switch, die waren halt rein editiert. Also Bethesda selbst hat gesagt, sie werden die Konsole grundsätzlich supporten, aber es gibt noch überhaupt kein offizielles Line-Up. Ich denke allerdings, so mal kurz Skyrim rüberporten dürfte jetzt nicht die große Kunst werden. Ja, sollte machbar sein. Also bitte. Wird schon passieren. Also technisch dürfte das überhaupt kein Problem sein. Hast du da irgendwo so bei den Specs irgendwas gelesen, wo du denkst, okay, da könnte sich ein Flaschenhals bilden? Zum Beispiel theoretisch bei der CPU? Einige bei uns in den Kommentaren bei der Kolumne, da hat einer gesagt, ja, er sei selbst Entwickler und so weiter, GPU findet er alles cool. Er hat aber so ein bisschen Sorge, dass diese CPU, die auf 1 GHz getaktet zu sein scheint, mit ein bisschen Pech ein kleiner Flaschenhals werden könnte. Was wir so verstanden haben, letztendlich ist, es ist 1 GHz, aber dann wurde da nicht mehr darüber berichtet. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich kein Einkerner 1 GHz sein. Sowas. Nee, Vierkerner. Die CPU ist ein Vierkerner. Ja. Das ist ein Vierkerner. War nicht so die Wii U? Ja, die Wii U hat auch schon mehr gehabt, oder nicht? Die Wii U, die Xbox One hat, glaube ich, 8 Kerner, das weiß ich. Die Wii U, ich kann das ja mal nachschlagen, weil ich bin ja gar nicht mehr im Dingsens. Im Stream. Deswegen gucken wir einfach mal rein, was die für einen Kerner. Das weiß ich nämlich tatsächlich nicht mehr, aber das finden wir schnell raus. Also die CPU war, der Wii U war bei 1,24 GHz, was so in etwa das von der Switch wäre, theoretisch. Mhm. Ein bisschen weniger hätte die Switch theoretisch getaktet. Die Wii U hatte ja diesen blöden IBM-CPU noch, der ja auch so ein 3-Core-CPU hat, die Wii U. Also ein 3er-Core, ne? Okay. 3-Core heißt für mich 3er-Core? Ja. 6er? Ja, ein 3-Kern. Das geht, aber der 3-Kern macht doch gar keinen Sinn, ne? Ja, und Getaktung? Auf 1,24 GHz. Ja, 3 Kerne, 1,24 GHz. Das heißt,
Theoretisch hat die Switch eine etwas niedrigere Taktung, aber einen Kern mehr. Den sie aber höchstwahrscheinlich für das System braucht? Fragezeichen. Wobei hatte die Wii U ja auch. Ja, ich glaube nicht, dass die Switch was Verrücktes macht wie die One oder PS4 mit Videos abspeichern. Ich denke, ich erwarte da eher ein 3. Ja, ich erwarte eigentlich. Im Prinzip erwarte ich ein 3DS-Interface, so grundsätzlich. Ja. So ein bisschen. Reicht ja auch für die Konsole an sich. Also. Natürlich, natürlich. Nur bitte auch, dass wir. Also vielleicht auch so ein Ingame-Notification-Menü und so ein Shit, das wäre dann auch alles ganz hübsch. Ich meine, gut, ich kann es ja nur wieder mit den Cheat-Tabs sozusagen vergleichen. Witzigerweise, da hat ja Nvidia eingebaut, dass man Gameplay und sowas aufzeichnen kann mit dem Tablet. Also, das ist so. Das ist immer das Ding. Ich sehe Nvidia sozusagen an der Front. Ich sehe da irgendwie Nvidia eher die Konsole teilweise bauen, dass die Technik funktioniert, als Nintendo dieses Mal. Weil die haben einfach. Mit dem Cheat-Tablet, es ist einfach genau das, was es ja ist ihre Technik. Haben will. Ja, es ist doch was es Nintendo ist ihr, haben will. Es ist ihr Formfaktor. Ja. Weil das Tablet ist genau das, was eben die Switch werden soll. Das ist ein Ding, das kannst du unterwegs mitnehmen, hat eine, sagen wir mal so, nahezu Xbox 360-Qualität von der Optik her und sonst, was es leisten könnte. Und es hat einen Videoausgang, womit du mit Mini-HDMI auf HDMI gehen kannst, damit du das auch sozusagen an Fernseher anschließen kannst. Und mit dem Shield-Controller kannst du dann dieses Tablet als Konsole verwenden, dass der Bildschirm dann aus ist. Rein theoretisch ist die Switch das Shield-Tablet nur mit einer Docking-Station. Ja. Mehr ist es nicht. Nur das Ding ist, dass Nintendo es besser werden wird. Hoffe ich mal. Und theoretisch ist, wie gesagt, die CPU von der Switch tatsächlich stärker als die von der Wii U, wenn man mal bedenkt, dass man ein Kernchen mehr hat. Und theoretisch ist, wenn man den Leak auch wieder glauben mag, die CPU von der Switch auf 2 GHz taktbar, theoretisch, aber man taktet sie nur auf 1 GHz, weil das muss auch irgendwie alles funktionieren. Also man untertaktet sie quasi ein bisschen, was aber im mobilen Bereich jetzt auch nicht außergewöhnlich ist. Ja. Was ich ja auch noch gelesen hatte, war so ein bisschen, dass das intern eingebaut sind 32 GB Speicher. Das klingt so typisch Nintendo. Ich weiß nicht, ob 32 GB vielleicht ein bisschen zu wenig ist, Anton. Ja, ich weiß, die Switch hat Game Cartridge, wie in der Form und so weiter, wie man sie vom 3DS kennt, also auch mit Flash-Speicher und Co. Ich glaube allerdings, digitale Spiele werden auf der Switch deutlich wichtiger werden, weil du das Gerät halt mehr mitnimmst. Ja. Deswegen, also für mich so auf den ersten Blick sind digitale Spiele dann wichtiger und 32 GB könnten zu wenig sein, aber. Ich habe davon noch nichts gesehen und ich habe auch noch keinen Slot oder so gesehen. Aber theoretisch wäre es ja nun kein Unding, dass man sagt, hey, da könnt ihr aber auch noch eine High-Speed-SD-Karte reinballern. Warum sollten wir das machen? Warum nicht einfach eine leere Cartridge? Ah, interessant, Christian. Speicherkarten! Ja, das ist aber eine Karte, die du auch speichern darfst. Es gibt wieder Memory-Cards, ja, wie bei der Vita. Das ist einfach, das Cartridge-Slot sozusagen gibt es dann eben extra von Nintendo, eben dann mit 128 GB oder sonstiges, weil das ist doch viel intelligenter, als er jetzt noch einen weiteren Slot oder so einen Scheiß ranzuheften. Das ist gar nicht so doof, was du da sagst. Erinnerst du dich mal, dass die bei der Vita scheiße teuer waren, diese Karten? Ja, das ist auch die Frage, wie Nintendo da umgehen wird. Glaubst du, dass Nintendo da so sagt, hey, wir wissen, wie wir Geld machen können? Ich weiß nicht, wie Nintendo da drauf ist in der Hinsicht. Einfach nur deswegen, weil ich glaube, sie wollen dieses Mal nicht die Arschloch-Tour gehen. Zumindest nicht am Anfang. Die Leute sagen übrigens, meine Stimme leckt bei dir. Ja, ich habe schon den Bitstream runtergemacht. Also ich kann dagegen gerade nichts tun. Maximal könnten wir auf Skype wechseln, aber... Liegt das an Discord? Es kann sein. Ich kann... Kurios. Also ich bin mit der Bitstream runtergegangen, aber... Ja. Mehr kann ich nicht machen. Ihr habt jetzt schon einen hässlicheren Stream. Kurios, kurios. Sind das Kühe oder Katzen? Es sind Katzen, die aussehen wie Kühe. Ah, seltsam. Ha. Naja. Tja. Also. Ich weiß das, wie gesagt, ich habe bei der Switch. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden sie ja höchstwahrscheinlich irgendwann kurz nach der Ankündigung, hoffe ich denn mal, selber mal anfassen können und spielen können. Ich würde mich zumindest sehr freuen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gerät. Ich hätte Bock drauf, dass es cool wird, aber es ist so ein gesundes Misstrauen ist noch da. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich habe halt nur ein bisschen Angst davor, dadurch, dass die Entwickler halt theoretisch immer ihr Spiel doppelt optimieren müssen oder anpassen müssen, dass
EA ist ein fauler Entwickler. Das habe ich auch in der Kolumne so gesagt. Und da bleibe ich auch bei. Die haben eigentlich gar nicht so viel Bock. Okay, wir haben natürlich einen Vorteil sozusagen, dass wir aktuell zwei dominierende Engines haben. Dass zum Beispiel jetzt ein Unreal und ein Unity es ein bisschen einfacher macht, die Spiele hin und her zu produzieren. Und ein Nvidia-Chip drin, der bei den Entwicklern mehr bekannt ist grundsätzlich. Also die Architektur von Nvidia-Chips. Das ist ja schon, Unreal 4 hat jetzt ja neuesten Update Presets für die Switch endlich eingebaut, wo die Switch in Docking-Station-Modus auf Qualitätsstufe 2 ist. Ich habe leider so schnell nicht rausfinden können, was die höchste Stufe ist, aber naja. Also Schattenqualität 2 und bla, Auflösung 100%, also dann wahrscheinlich 1080. Die mobile Version hat dann letztendlich alles auf Stufe 1. Immerhin nicht 0. 0 bedeutet niedrigste Qualität, um es anzumerken. 1 ist nicht das niedrigste. Und 60% der Auflösung, was so ziemlich hinkommt mit 27p. Ja. Von daher, ich hoffe einfach sozusagen, dass es das alles ein bisschen einfacher macht, die Spiele zu portieren. Ob das dann wirklich funktioniert, müssen wir abwarten. Es ist aktuell so das Problem natürlich. Es gibt viele Gerüchte, aber dann wiederum, es ist, wie es nun mal im Internet so ist, dass sehr viele Halbwahrheiten durch die Gegend geworfen werden, die alle dann überhaupt keinen Sinn ergeben. Das Problem ist, und das habe ich ja auch schon... jeder ist ein Experte, um das zu merken. Jeder ist ein Experte im Internet. Deswegen gucke ich bei solchen Sachen vor allem nur Digital Foundry und Co., weil denen vertraue ich da schon ein bisschen, dass die Ahnung haben von dem, was sie sagen. Die Geschichte ist halt, wir werden über die Power der Switch eh nichts groß lesen. Wie gesagt, das habe ich auch schon gesagt, Anfang, Mitte März irgendwann das Ding kaufen, aufbohren, höchstwahrscheinlich Digital Foundry übrigens, und dann uns tatsächlich sagen, was da technisch drin ist. Allerdings würde es mich zu diesem Zeitpunkt fast gar nicht mehr interessieren, weil dann habe ich das Line-Up, dann habe ich einen Eindruck, dann habe ich in Anführungszeichen einen Vergleich. Ja, das ist das Ding. Also ich glaube, solange ich... Dann ist es mir nämlich Wumpe. Wenn ich zum Beispiel Mario Kart 8.5 sehe und das läuft auf Mobile mit 60 Bildern in derselben Grafikqualität wie auf der Wii U, dann würde ich schon sagen, geil, will ich haben, das will ich unterwegs spielen. Das ist ein Spiel, was optisch mich anspricht, flüssig läuft und es ist ein verdammt gutes Mario Kart. Und dann sag ich mir, das ist es. Aber das kann man halt nicht von, natürlich nicht von Third Parties erwarten, dass sie solche Spiele hinbekommen. Was natürlich traurig ist irgendwo, aber nicht so viele machen halt eine Grafik sozusagen oder einen Stil, der besser geeignet ist für schwere Konsolen. Von daher, ja. Wenn wir das neue Mario sehen und das neue oder Mario Kart 8.5, dann letztendlich würde ich einfach sagen, wir werden sagen, ey, das sieht gut aus. Und wenn wir dann das erste Third-Party-Spiel sehen, dann würden wir sagen, ach du Scheiß, was ist da denn passiert? Davon gehe ich eigentlich nicht aus. Aber es wird, sagen wir so, die Konsole wird, glaube ich, ein gutes Resultat bieten können. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich wieder diese Nintendo-Magie, die sie schon seit Ewigkeiten drauf haben. Aber was doch denn theoretisch auch nicht möglich ist, dass Nintendo dann die Switch, sagen wir, 4-5 Jahre leben lässt und so weiter, wären wir doch relativ schnell, ich sag mal, nicht eine Nachfolgemodell, würde ich gar nicht sagen, in dem Sinne, wie man es bei Konsolen kennt, sondern eine weiterentwickelte Vision haben, oder? Das ist die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass eigentlich mit Switch 2 die einfach sich sagen würden, ey, das ist jetzt ja sozusagen Technologie aus dem Mobile-Bereich. Wie wäre es denn, wenn die Switch 2 wirklich fließender Übergang ist? Dass man sagt, ey, richtig alte Software funktioniert auch damit. So ein 3DS to New 3DS Prinzip. Ja. Nur halt ein bisschen krasser natürlich. Weil theoretisch, wenn man mal von der Lebenszeit von anderen Konsolen abgeht, die Switch, glaube ich, könntest du nicht 5-6 Jahre, ich glaube, das wäre ein bisschen, weil nach das Problem ist, spätestens wenn wir die nächsten Konsolengenerationswechseln haben an der anderen Front, dann verliert Nintendo sonst die Third Parties auf kurz oder nein, auf kurz. Wir kennen das Spiel. Übrigens, machen wir uns aber nichts vor. Um das kurz in Chat zu sagen, und ich sage das, glaube ich, ein letztes Mal jetzt für die Ewigkeit. Wenn ihr irgendwie eine Frage haben wollt, wann Tim oder Alte 4 Games was mit uns macht, dann fragt doch bitte ihn. Ich weiß immer nicht, warum wir eigentlich da gefragt werden. Wir sind der letzte Ansprechpartner für diese Diskussion. Wohnt Tim nicht bei dir irgendwie auf dem Dachboden? Das hat doch damals nichts zu tun. Aber ich muss es mal angemerkt haben, weil das sind so eine Sachen, es gibt wenige Sachen, die mich nerven, aber das ist eine Sache, wo ich sage, da ist aber so ein Nerv in meinem Hirn, der juckt dann immer ganz doll. Ja, und juckende Nerven sind nicht schön. So, ich denke nicht, dass die Switch floppen wird übrigens, das glaube ich nicht. Es wird schon ich laufen. Ich weiß, ich sag mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie schlechter läuft als die Wii U. Nee. Wenn das so wäre,
dann glaube ich, ist Nintendo beim Heimkonsolenmarkt raus. Ich glaube, dann sagen die sich, pff, den Scheiß machen wir nicht mehr. Denn also ich finde halt, die Switch ist tatsächlich ein sehr, sehr mutiges Experiment. Ob es eine unglaublich erfolgreiche Konsole wird, glaube ich tatsächlich nicht. Weil ich glaube, dass das Konzept doch ein bisschen zu nischig ist, vielleicht hinten raus. Ich glaube aber, dass Nintendo einfach damit Erfolg haben kann. So. Ja. Das ist das, was ich glaube. Ja. Mehr brauchen wir nicht. Und ob das Ding floppen wird, wird halt vor allem das Startline-Up zeigen. Also, ich sag's mal so. Wir werden relativ schnell wissen, ob das Ding floppt oder nicht. Also würde es so sein, weil das merkst du leider sehr schnell. Das Ding ist einfach nur, wenn sie, ich denke nicht, dass sie floppen wird, und Nintendo braucht nicht viel, um erfolgreich zu sein. Es ist Nintendo. Es ist nicht Microsoft, es ist nicht Sony. Sie haben nicht irgendwann noch was anderes, was sie irgendwie bestücken müssen. Sie machen nur Videospiele. Es gibt keine andere Firma, die Konsolen herstellt und nur Videospiele macht, wie Nintendo. Das darf man nie vergessen. Was denen aber auch derzeit, glaube ich, so ein bisschen Muffensausen bereitet. Ja, weil sie es falsch anpacken. Aber das ist dein eigener Schuld. Ja, so meine ich das nicht. Aber ich meine halt einfach nur, dass sie merken, oh nein, unser Heimkonsolenmarkt geht nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch den Handheldmarkt, der übrigens echt gut läuft. Pokémon Sonne, Mond sei Dank. 3DS ja. Hat sich irgendwie plötzlich 350.000 Mal verkauft. Aber natürlich haben sie jetzt so ein bisschen Muffensausen, was passiert, wenn die Switch so ein bisschen den 3DS killt, aber nicht... Weil letztendlich wollen sie es ja auch, also... Sie sagen jetzt natürlich, ja, die natürlich Systeme sagen die, werden... Das ist klar. Die wollen ja noch irgendwie 3DS-Geräte verkaufen. Ja, für dieses Weihnachten zumindest. Aber wart mal ab, du. Wenn erstmal die Switch anläuft und die Leute kaufen das wie blöd, dann wird aber sowas von schnell die Nachricht folgen, dass Pokémon Stars wirklich erscheinen wird. Und wenn Pokémon Stars auf der Switch das Ding ist so von Geriss, dass Pokémon Stars erscheint. Also das kommt, das ist doch klar. Also das ja, und wenn das erstmal erfolgreich ist, dann wird Nintendo sowas von sagen, scheiß auf den 3DS. Warum sollten wir das denn noch machen? Weil es hat auch nur einen Grund, warum sie letztendlich Mobile und Heimkonsole zusammenlegen. Damit sie einfach nicht mehr zwei Plattformen beliefern müssen, weil das einfach zu schwer geworden ist. Ich meine, so ein Link Between Worlds zu erstellen, ist halt sehr viel anstrengender als ein Link to the Past. So, also ein Super Nintendo-Spiel. Das heißt, du brauchst sehr viel mehr Zeit, um heutzutage Spiele zu erstellen. Und deswegen kannst du nicht zwei Plattformen alleine beliefern. Vor allem, wenn man der Einzige ist, der diese Plattform überhaupt beliefert. Aber das ist das Ding. Bei der Switch könnten sie das alleine beliefern und sie hätten genug Spiele, um den Markt zu versorgen. Und ich glaube, das ist ja deren Ziel. Das ist deren Notlösung, wenn man so will. Wenn das nicht klappt, haben sie genug Spiele aus eigener Hand. Weil stellen wir uns mal vor, wenn alle Spiele, die es gab in den letzten Jahren von 3DS und der Wii U auf einer Plattform erschienen wären, dann wären das enorm viele Spiele gewesen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das erste Jahr, das Switch line-up-technisch von den Releases sehr, sehr stark wird, aber wir werden auch ein kleines Portfest erleben. Ja, aber ein gutes Portfest. Das habe ich auch nicht bezweifelt. Ich sage einfach nur, das war ein sehr großes Portfest, glaube ich, erleben, weil ich glaube, da wird erstmal alles drüber geportet, was irgendwie zu porten ist und alles als, also wie gesagt, Pokémon zählt jetzt nicht als Port, weil das ja irgendwie, ne, du weißt, was ich sagen will, aber bei allen anderen, also da werden wir alles sehen und ich glaube, bei den anderen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass beim einen oder anderen Spiel die Leute ein bisschen maulen, weil das Bedieninterface anders ist. Zum Beispiel, ich habe mit David schon mal kurz gesprochen, so bei Splatoon hat er so ein bisschen Sorge. Warum? Naja, Motion-Steuerung, also mobil musst du ja dann mit den Sticks spielen und so weiter. Das geht ja, aber anders. Die haben noch Motion. Ja, aber willst du mobil, wenn du irgendwo sitzt in der Bahn, ja, Motion-Steuerung spielen? Ja, bei Splatoon will ich das tatsächlich. Splatoon kann man anders gar nicht spielen. Ja, aber ist das nicht in der Bahn sehr umständlich, wenn neben dir auch jemand sitzt? Willst du ein Online-Spiel in der Bahn spielen? Ich weiß es nicht. Und diese Motion-Control ist ja auch nur nicht irgendwie hektisch hin und her fuchteln wie blöd. Das ist ja... Splatoon ist ja kein Spiel, wo du, weiß ich nicht, mit der Remote irgendwie durch die Gegend fuchst oder sonst gehst. Das ist ja nur leichtes Kippen in der Hinsicht. Das heißt, Splatoon ist ja eigentlich dann auch ein Spiels-Zuhause-Spiel, ne? Einiges ist ein Spiels-Zuhause-Spiel, ja. Oder halt nimm mit und spiel gegen Freunde halt, wenn du zwei Geräte hast oder sowas. Ja, aber kein Spielst auf Reisen. Nö. Dafür hast du auch sowas wie Mario Kart und so. Das ist ja eher für geeignet. Ja. Ninvet sagt, ich hoffe aber, Wii U-Besitzer bekommen für die Ports über mein Nintendo Rabatte. Nee. Das sind auch keine Ports. Das sind, wie gesagt, es sind 0.5 Upgrades und das ist mehr als einfach nur ein Port. Das ist Nintendo, so wie richtig auch sagen und so wirkt es ja auch bisher und das ist total richtig. Sie wollen halt dir einen Grund dafür geben, warum du dieses Spiel nochmal kaufen sollst. Dass ein Mario Kart 8 eben nicht nochmal Mario Kart 8 ist, sondern eben so ein neues Feature hat, wie eben zwei Item-Slots auf einmal und sowas. Es ist halt... Es ist halt sozusagen die Spiele nochmal, aber als hätten sie nochmal ein halbes bis ein ganzes Jahr Entwicklungszeit obendrauf gehabt. Und das könnte ja interessant werden. 1,5 Teile.
Ja, aber halt wirklich ausgereizt. Also, das kennen wir heutzutage gar nicht mehr, wenn man so will. Es ist wahrscheinlich sogar noch mehr als ein Skyrim Remaster, weil es nicht nur optisch ist, sondern wirklich ins Gameplay noch mit einfließt, was sie machen. Und wenn ich mir vorstelle, wenn Mario Kart 8 mit den DLCs und dann nochmal neue Strecken hat, wie riesig ist dieses Mario Kart dann? Das ist ein Mario Kart für die Ewigkeit. Ich bin gespannt. Warum mache ich diese Viecher die ganze Zeit tot? Ich bin doch längst fertig. So. Ohne FIFA kein Nintendo. Wie gesagt, es wird im ersten Jahr wird direkt ein FIFA kommen. Und also ich würde es sogar relativ gut finden, wenn FIFA 17 nicht mehr für die Switch kommt, sondern direkt FIFA 18. Mhm. Ich glaube allerdings, dass tatsächlich FIFA 17 ein Starttitel sein wird, damit EA das erstmal schnell durch hat, die Nummer. Was zum Teufel? Das ist meine Theorie. Ich habe ein bisschen. Also theoretisch hat Nintendo dann ein Vierteljahr Zeit, EA zu überzeugen, dass FIFA 18 auch eine kluge Idee ist. Ja, ist er so. Ja. Naja, gut, wenn FIFA 17 nicht verkaufen sollte, dann. Der läuft halt. Selbst. Aber ich habe die Vorstellung, wenn wir ein portables FIFA hätten, dann würden wir garantiert mal unterwegs FIFA spielen. Also warum denn nicht? Dann ist es halt nicht nur Schweinsgelecker, Schweinsgeessen, sondern auch Schweinsgelecker, Schweinsgeessen und auch noch FIFA spielen. Wichtig ist dann aber auch, finde ich, dass jedes Multiplayer-Spiel theoretisch über eine internen Verbindung Multiplayer spielen kann. Ich glaube, das bauen sie auch ein. Die gute alte, was ja der 3DS und DS halt auch hatte. So Partyspiel quasi, ne? Wenn du Switch zu Switch, wenn du sie beide mit hast. Mhm. Weil ich möchte nicht immer mit dir über einen Bildschirm spielen. Dann werde ich irre. Gerade bei Mario Kart. Ja, Mario Kart wird auf jeden Fall, dass so jeder seinen eigenen Bildschirm hat. Und vor allem möchte ich nicht mit diesen kleinen süßen Joy-Controllern mit einer Hälfte davon spielen. Weil ich glaube, dann krampfe ich die. Das ist. Auch das habe ich schon mal gesagt. Ich hoffe, dass ich das Ding bald mal selbst in der Hand habe. Aber die Dinger sind halt klein, das sieht man auf den Fotos und Co. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und mit einer Hälfte davon, werde ich es ganz lustig finden, einfach mal eine, zwei Runden mitzuspielen. Aber ich garantiere dir, nach zwei, drei Runden habe ich dann auch keinen Bock mehr, weil meine Hände irgendwann wehtun oder weil es sehr unkomfortabel ist. Das ist mehr so eine Kategorie Notlösung. Hauptsache, wir können zusammenspielen, so nach dem Motto. Ja. Aber spaßig wird das, glaube ich, nicht auf diesen kleinen Dingern. Quer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Aber gut, das ist so ein Ding, das werden wir dann Gott sei Dank irgendwann mal ausprobieren. Also. Genau, also das ist ja auch das, was für mich das Spannendste ist, die Handhabung. Wie gut liegt das Ding in der Hand? Ja. Weil ich fand halt, der 3DS lag erst gut in der Hand mit dem XL. Hm. Hier sind fette Katzen. Der normale 3DS. Die eine 3DS. Fette Katze läuft über die andere fette Katze rüber. Sehr gut, fette Katze. Und jetzt ist die Karre über die Katzen gefahren. Die haben Katzen. Ja, es bewegt sich die andere Katze auch. Sehr seltsam. Ja. Wird es noch weiterhin Street Pass und Co. geben? Ja, gehe ich von aus. Miiverse wird auf jeden Fall auch wahrscheinlich zurückkehren. Also das wäre doof, wenn sie es nicht machen. Das kam gut an. Wobei die Switch ja keine Konsole ist wie der 3DS, die du einfach kurz aus der Hosentasche ziehst und aufklappst. Für die Switch brauchst du ja schon immer so ein kleines Täschchen dabei, weil das wird sonst ein bisschen kompliziert. Boah. Vor allem möchte ich für die Switch gerne ein Täschchen dabei haben, weil das Display ist nicht geschützt. Ja, es wäre nett, wenn es zumindest so ein Klappding hätte, wie zum Beispiel das Shield Tablet. Oh, das Ding ist das Shield Tablet, nur mit Controller an der Seite. Lass mich mal überlegen, was es vielleicht so als Zubehör Day One geben könnte. Zumindest von Third-Party. Lass mich mal überlegen, was ich auf jeden Fall direkt kaufe, weil das wird sonst mit. Ja, ansonsten. Ich möchte halt das Ding dann auch ganz gerne einfach mal ganz kurz in meinen Rucksack reinpfeffern und wenn das kein Displayschutz hat, dann werde ich sehr paranoid. Das ist nicht lustig. Das ist nicht schön. Natürlich musst du einen Case kaufen. Das geht anders nicht. Es geht nicht anders. Das macht keinen Sinn sonst. Ich bin unfassbar gespannt auf das Gerät an sich. Ich mag die Idee und ich bin einer der Menschen, die auch zufrieden ist, wenn das eben nicht die mega geile Leistung hat, weil ich sehe es immer noch als ein Handheld an. Ja, von mir aus bewirbt es Nintendo als eine Heimkonsole, aber ich sehe den Vorteil einfach darin, meine Spiele auch unterwegs spielen zu können. Und wenn es nur auf Toilette ist und wenn ich mein Mario auf Toilette weiter spielen kann, mit dem Gamepad geht das nicht, da ist die Verbindung bis dahin immer weg. Von daher, ich bin froh, das dann endlich machen zu können. Ich finde das Konzept gut, wenn ich den Preis erfahren habe. 250 Euro. Habe ich jetzt hier und jetzt gesagt, ja. Du kannst es auch nicht teurer machen, ne? Das Shield Tablet kostet 200 Euro. Ja, und ich weiß, es ist eine andere Konsole und es ist ein anderes Konzept, aber du musst ja auch die Mitbewerber im Kopf haben, ne? Ja, und wie gesagt, ich gehe davon aus, das Shield Tablet kostet 200 Euro und da eben noch sozusagen Controller-Dings, wo es oben mit drauf liegen, Docking Station und sonstiges. Ja. Deswegen wird das Spiel nicht so geil teuer sein, sagen wir so. Das geht ja auch nicht. Weil Nvidia will auch noch was mitverdienen, muss man auch noch zu sagen. Das ist ja nicht. Nvidia hat also natürlich einen Vorteil gehabt, die haben alle selbst gemacht, größtenteils.
Deswegen Nintendo wird nicht subventionieren, das werden sie nicht tun. Nee. Aber ich denke sozusagen, mit der Technik, die sie einfach haben und das, was Nvidia schon vorgeleistet hat und alles, das wird bei 250 Euro landen können. Vielleicht machen sie zwei Versionen mit 290 mit mehr Speicher, weil... Nein, die sollen diese Pro-Scheiße raus, das bitte nicht schon wieder. Ja, das machen noch alle. Pass auf, nee, aber nicht... Ja, aber ich meine, bei Nintendo war es ja da, aber war es ja damals so, dass es die Basic-Version zu kaufen Scheiße. Bei der Wii U... Machte ja Technik, das macht ja keinen Sinn. Banano Fabi hat 10 Euro abgedrückt. Vielen lieben Dank. Ich muss mal kurz. Vielen Dank. Ich habe gerade 5-mal den Soundeffekt bekommen. Das war gerade ein bisschen online. Hast du ein bisschen auf die Szene reingelegt? Nein, ich habe auch im Hintergrund das Fenster offen gehabt und so. Ah, okay. Und Tippi war im Hintergrund offen und ach. Alter, mein Herz. Nee, ich meinte jetzt nicht, dass es jetzt die Xbox One und PS4 mit verschiedenen Terabyte, Festplatten und so weiter gibt, aber es gab ja nur mal eine Wii U-Version, die keinen Sinn gemacht hat zu kaufen. Das ja. meine ich einfach nur. Ja. Vor allem, weil es auch eine Version war, wo nicht mal die Sensorbar von der Wii mit dabei war und so ein Scheiß. Und man sagt so, was? Ja, und 8 GB interner Speicher war eine Frechheit. Auch damals. Ja. Das konntest du nicht machen. Irgendwann war doch die Situation, dass du das. War es das Smash-Update? Irgendwas kommt. Smash war vorbei. Ja. Ja. Weil das System hatte schon mal 3 GB. Also am Anfang hat es nur 1,5 GB weggefressen, aber das wurde ja auch konsequent mehr. Ja. Und hinten raus waren es, glaube ich, 3 GB fürs System. Ja, das war halt eine Frechheit. Das Doofe war dann ja auch, dass es ja die Basic Wii U nur in Weiß gab und die Pro gab es ja nur in Schwarz und ich fand sie ja in Weiß ja hübscher und das war ja auch schon wieder alles so. Oh. Ja, und sie hatten auch gedacht, dass sie mehrere Farben anbieten würden. Ach ja, wie schön. Damals, als es revealed wurde. Dazu hätte man die erste Charge erstmal verkaufen müssen. Ja. Ja, also die können gerne Pro-Variante mit mehr Speicher anbieten, aber dann darf die Basic-Variante nicht lächerlich wenig haben. Also da muss irgendwie eine, also es muss einen Grund geben, auch die Basic zu kaufen, finde ich. Ja. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Xbox One S und PS4, die normale, kosten 2,99. Das heißt, du kannst nicht auf 300 Euro gehen mit der Switch. Also du kannst es tun, aber das tut, glaube ich, dann weh. Ja. Deswegen, 250 gehe ich fest von aus. Das wirkt realistisch. Mit kostenlosen Starttitel oder ohne? Klatschen also das Gerücht sagen sie, dass Platoon dabei ist. Das wäre das, eigentlich billig, ne? Du hättest dann direkt eine große Spielerschaft für ein Only-Online-Spiel. Was, Only-Online stimmt ja nicht, aber für ein grundsätzliches Online-Spiel. Ja. Und du hast vor allem die Marke genommen, und, die ja noch an Unbekanntesten ist, die man gar nicht pushen muss. Also sozusagen, die man pushen muss. Und fuck off, das kostet Nintendo ja auch nichts. Nee. Das Ding ist ja grundsätzlich fertig. Ja. Deswegen, also es wäre sinnvoll, Splatoon zu nehmen, weil Mario kennt man, Fire Emblem wird und Animal Crossing werden ja noch gepusht mit Mobile-Titeln. Splatoon wird nicht als Mobile erscheint, logischerweise. Von daher, um die Marke Splatoon zu pushen, wäre es nicht blöd, Splatoon beizulegen von allen Spielen, die sie haben. Ja. Und vielleicht sogar, wie wäre es mit einer Demo-Cartridge mit ein paar Demos drauf? Kennst du noch Demos? Ich würde ja sagen, man könnte sie ja auch online runterladen, aber wenn das Ding intern nur 32 GB hat, ist das wieder eine dumme Idee, ne? Ja, das wäre mal eine Karte beilegen. Wie damals mit dem DS, der doch auch damals Metroid Prime. Weißt du, ich muss ganz kurz doch wieder anhaben. Weißt du, was ich in einer Pro-Vision von der Switch gut finden würde? Na? Wie sie es bei der Vita gemacht haben, dass die Pro-Vision einen SIM-Karten-Slot hat. Okay. Damit ich halt mobil Daten habe und nicht immer Tethering machen muss. Ja, könnte passieren. Platz wäre ja. Das würde ja ich tatsächlich viel. Sinnvoll finden. Ja. Schwer zu sagen. Wäre cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht dabei sein wird, weil Gründe. Nein, ich weiß. Ja, ich weiß. Weil dann musst du musst nämlich dieses Modul da reinbauen für den Empfang und das kostet nämlich Lizenzgebühren. Ich glaube, 2,80 Euro pro Modul, glaube ich, kostet das, habe ich mir gesagt. Machen sie eine Nintendo Connectivity App. Für Handys, damit du darüber dich dann verbinden kannst. Können wir irgendwann nochmal ein Video machen über diesen damaligen Stick, den es für ein DS gab? Das war das Schlimmste überhaupt. Das war das erste, so schlimm. Ich glaube, das ist das erste offizielle Gerät von Nintendo für PCs und Co., so grundsätzlich, Hardware-Accessory. Und das Gerät als solches war nicht das Problem, der Treiber war das Schlimmste, was man je, also da hat man gemerkt, dass Nintendo am PC null Erfahrung hat. Es gab zwei Möglichkeiten. Entweder klappt es sofort oder es wird nie funktionieren. Die zwei Möglichkeiten gab es. Aber wenn du es eingesteckt hast, den Treiber installiert hast und es funktioniert nicht, brauchst du gar nicht rumprobieren. Es wird nie funktionieren. Am besten Windows komplett deinstallieren und nochmal probieren. Ja, es gab auch keinen Workaround. Der Treiber war halt eine absolute Vollkatastrophe. Also ja. Das war nicht schön. Ach ja.
Ach ja. Ich finde übrigens tatsächlich den Gedanken ganz gut, dass es für die Switch nicht Coverplates gibt, sondern so Joy-Con-Plates. Das würde ich total ulkig finden. Wird nicht passieren, ich weiß. Die Frage kommt auf jeden Fall aus, ob es wohl verschiedene Farben geben wird. Ich würde sagen, wird sich lohnen. Mit dem 3DS. Zum Start glaube ich nicht. Zum Start wird das Ding einfach schwarz sein. Ja, natürlich. Aber es wird eine weiße und eine rote Version garantiert kommen. Also, Nintendo ist ja eigentlich auch der einzige Hersteller, der das jetzt einfach mal konsequent nicht gemacht hat, die letzten zwei Konsolengenerationen. Und nein, die Wii hatte ja auch nur schwarz und weiß, ne? Jetzt kommt mir nicht mit der Wii Mini, da hau ich euch zu Brei. Die zählt nicht. Gab es eine rote? Das war die Wii Mini. Nein, stimmt, es gab eine rote. Das war das Mario Pack, ne? Ja, das Mario-Ding war doch rot. Das New Super Mario Pack. Ja, stimmt. Es gab drei Farben. Aber es gab nie eine Wii oder Wii U, die in irgendeiner Weise wie beim 3DS oder DS, die tatsächlich irgendwie auch eine Verzierung hatte. Oder wie bei der PS4 oder bei der Xbox One. Also die tatsächlich auch irgendwie anders war als nur die Farbe. Ja. Das haben sie nicht gemacht. Nee. So eine Farbkleck. Ja. Wii U für Splatoon. Sie alles nicht gemacht. Das haben sie alles nicht gemacht. Traurig. Aber dann wiederum, sie haben ja gemerkt, dass die Lager nicht leer wären. Also was sollten sie tun, ne? Ja. Und die Wii ist auch so gelaufen. Also ich glaube, die Leute hätten sich jetzt nicht nochmal eine blaue Wii gekauft, nur um dann nochmal Wii Sports drauf zu spielen. Glaubst du nicht? Die Wii hatte Rot, Mario und Hellblau für Sonic? Was? Stimmt, für Mario und Sonic bei Olympischen Spielen oder nicht? Gab es eine Version? Und es gab die Wind Waker Wii U, aber das war nur das Gamepad, nicht die Konsole. Oder? Ja. Die Konsole war doch einfach nur schwarz. Also bei der Wii, glaube ich, bei Mario und Sonic gab es noch eine hellblaue. Echt? Ja. Jetzt, wo du es sagst, tatsächlich, sehen wir doch was gemacht. Bisschen was haben sie getan. Die Wii gab es auch in hellblau, ja, tatsächlich. Tatsächlich. Interessant. Das habe ich ganz vergessen. Ach cool. Glaubst du, wir werden Wind Waker und Twilight Princess auch auf die Switch? Ja, die werden sowas, wenn sie alles raufporten, oder? Machen sie aber vielleicht Kombi-Pack. Vielleicht packen sie das Breath of the Wild dazu. So Modern Warfare. Glücklicherweise würde es sich nicht jetzt tatsächlich mal leider Gottes lohnen, eine Zelda Collection zu machen mit Twilight Princess, leider Skyward Sword und Wind Waker. Das Skyward Sword müssen sie halt die Motion Controls rausnehmen. Wäre das schlimm? Nö, es ist anstrengend. Achso, du meinst, sie haben keinen Bock drauf? Ja. Na gut, stimmt schon. Das ist halt Aufwand, dann verkauft sich das nicht. Und Skyward Sword macht ja eh keiner, der gute Spiele mag. Ich bin sehr gespannt, wie Breath of the Wild ankommt. Ich gucke mir mal Gameplay an und ich sagte, ich kann mir das gut vorstellen, aber irgendwie sieht doch alles leer aus und ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert in diesem Spiel. Also das ist auch leider so ein Kategorie-Spiel, wo ich einfach sage, da bringt mir auch eine Stunde anspielen, glaube ich, nichts bei dem Ding. Das muss ich, glaube ich, einfach durchgespielt haben. Das ist einfach so, ich weiß das nicht. Die Entwicklung lief auch nicht so reib. Ich glaube auch, dass bis heute die Entwicklung mit dem Spiel nicht gut lief. So, grundsätzlich. Nicht gut, also nicht im Sinne von, dass die jetzt irgendwie nicht gut war, dass die sich da alle gezankt haben, sondern dass da einfach Hirse Probleme gab. Ja, letztendlich kann man nur sagen, Januar ist bald. Der 13. ist bald. Es ist die Zeit. 5 Uhr morgens, meine Damen und Herren. 5 Uhr morgens. 5 Uhr morgens, ja. Wer weiß, wo wir noch an den Tag rumkreuzen. Uff. Man weiß ja nie. Aber ja, es wird ein langer Tag auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, dass 5 Uhr morgens, da bin ich immer gespannt, wer da irgendwie wach ist von den Leuten und das guckt. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir da genug Hardcore-Fans haben. Ja. Also Videospiel-Hardcore-Fans, gar nicht mal Nintendo-Leute, sondern einfach die. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube, ich würde, also als Autonormalverbraucher, so würde ich jetzt nicht Gaming Clerks im Nacken haben. Ist mir egal, ich muss einfach gucken, wo ich aufstehe. Vielleicht bin ich einfach Hätte ich mir am Vorabend schon mal was zu trinken und Co. geholt, dann hätte ich mich so um 8, 9 Uhr, wenn ich aufgestanden wäre, hingesetzt, geguckt. Ja, hätte ich es nachgeguckt. Spoilern lassen, sondern einfach. Ja, ich hätte es mir angeguckt, so als wenn es dann live wäre, weil es ist auch scheißegal. Ja. Oh, dieses komische Steinmonsterwesen da. Hat er gerade gesagt, dass er Menschen auslöschen will? Ah, wir müssen ja ein bisschen Friendship geben, dann löst sich alle Probleme. Probleme!
Da hat Dr. I hat Skyward Sword und ein Herzchen geschrieben. Okay. Wann kommt eigentlich dein Skyward Sword Stream? Hab ich doch schon. Hab ich bei mir gemacht. Hast du das Spiel durchgespielt? Bin ich bescheuert? Ich dachte, Moment mal, ihr habt doch Sonic so 06 auch durchgespielt. Was? Haben wir nicht. Das machen wir an Silvester erstmal weiter. Ja, wir hatten letztes Silvester schon gemacht, dieses Silvester machen wir nochmal Sonic 06. Weil wir es noch nicht durch haben und noch Silver machen müssen. Hatten wir Shadow fertig? Ja, wir hatten Shadow fertig. Mein zweites Ich nickt mir zu und sagt, ja, ich habe Shadow fertig. Hast du den Speicherstand noch? Ja, natürlich. Das ist auf richtiges PlayStation 3. Wenn der das vergeigt hat, darf er es alleine nochmal das Spiel. Das sehe ich ja gar nicht ein. Vielleicht hat es apropos, ja zwischen den Jahren werde ich wahrscheinlich nochmal einen Stream machen mit einem kleinen Event bezüglich dem Rickymania. Da plane ich ja schon ein bisschen länger was. Dummerweise war er jetzt die letzten zwei Wochen krank, weswegen er mir Sachen nicht geben konnte, die ich brauchte, um etwas fertig zu machen. Aber zwischen den Jahren soll es fertig sein und dann machen wir einen dicken Stream, wo bis zu, ich würde sagen, 95 andere Leute mitmachen können, circa. Der Ricky ist immer krank. Wenn ich Twitter lese, ist er immer krank. Ja, der Mann hat auch, ne, viel Kontakt, so wenn du Krebs verkaufst. Wer weiß das schon. Volo bestätigt, dass Skyward Sword gut ist. Ja, Volo mag aber auch Mario 3D World nicht. Also der soll die Klappe halten. Ach, Mario 3D World. Ich mochte's. Ich hab's aber nicht durchgespielt. Ich hab Spaß dran gehabt. Ich würde sogar gerne nochmal spielen. Wirklich? Ich hab das richtig gern gespielt. Ich mochte aber auch 3D-Land, also. 3D-Land. 3D-Land. 3D-World. Das sieht trotzdem scheiße. Das ist einfach, das ist ein total beschissener Name für Mario-Spiele eigentlich. Naja, komm, das auf Game Boy hieß auch Super Mario Land. Ja. Und? Was hat das Spiel jetzt mit dem eigentlich zu tun? Das ist doch ein Handheld-Nachfolger. Ja, und wo ist dann Daisy? Wo ist Daisy? Und wo ist Wario? Daisy ist mit Luigi durchgebrannt. Ach, Luigi. Luigi's Mansion werden wir auch bekommen. Da denke ich auch. Auf der Südroten Switch. Switch. Na gut, was so. Galerie weiter, schreibt hier jemand. Ja. Ja? Nicht weiter, fertig. Darum geht's doch. Du Sepp. Das weiß ich doch nicht. Ich rede doch nicht mit dir, ich rede auch mit Jonas. Wieso beleidigst du denn jetzt Jonas? Der kann ich doch beleidige ihn nicht, ich sag doch, dass er ein Sepp ist. Aber Sepp ist doch jetzt auch nicht freundlich. Sepp ist kein Depp. Wow. Im Korb war Liebe schon was Besonderes. Ja, mit Nico vor allem. Warum auch Nintendo immer wieder die Funktionen dazu packt, dass man Leute hochheben kann und dann töten kann. Das tun sie nur für mich. Ja. Hast du es im Korb durchgespielt grundsätzlich oder er alleine? Ich hab's alleine durchgespielt. Ich hab keinen Bock auf andere Menschen. So gut. Die Nerven bei Mario. Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich meine, ich hab's mit dir geprobiert. Das war mir genug. Ich hab die Option gesehen und ich musste sie ziehen. Korb. So, okay, machen wir nochmal letzten Schub. Leute, was wollt ihr wissen? Genau, haut ruhig nochmal so ein bisschen Fragen rein zu allen möglichen. Ihr könnt ruhig fragen, was ihr wollt. Wir haben übrigens immer, um es nochmal anzumerken, alle, die wütend bei uns werden. Wir haben eine Spende bekommen. Ach du Scheiße. 50 Euro von Lino Stirli. Mein Weihnachtsgeschenk für euch. Liebe Grüße aus der Schweiz. Der Schweizer. Das Schweizer. Vielen lieben Dank, Schweizer Deutschergeld. Schweizer Deutschergeld. Vielen lieben Dank. Ich wollte eigentlich jetzt andere Werbung machen. Für VIP. Und zwar, wir haben ja auf unserem Discord-Server den VIP-Bereich drin. Und der klappt gut. Die Leute sind sehr glücklich, alle, die da drin sind. Weil sie können mit direkt mit uns reden. Und Nico hat auch nicht geantwortet auf eine Sache. Aber das wird er bestimmt noch machen. Kommt noch. Nico guckt da bestimmt auch mal rein. Guckst du da rein? Du guckst da bestimmt rein. Du hast da noch nie reingeguckt, ich weiß, aber du musst da mal reingucken. Ich guck grad rein. Wenn ihr was von Nico wollt, dann macht bitte ein @Nico, weil ich hoffe, dass er nicht so doof war und das ausgeschaltet hat, dass er es nicht sieht, zumindest ein @. Nö, aber da gibt's kein @Nico bisher. Okay, ja dann, wenn ihr was von Nico wollt, zum Beispiel, wenn es um die News geht, dann solltet ihr ein @Nico machen, weil ich die News nicht mache, weil ich davon Kopfschmerzen bekomme. Verstehe ich aber nicht. Ich weiß.
Das ist aber okay. Gut. Dafür wird es morgen eine Kolumne über Rendersequenzen geben. Das ist doch schön, gibt es morgen direkt zwei Kolumnen. Ja. Moment. So, ja, nee, auf jeden Fall, wir haben VIP-Chat und all die VIP-Bonds werden halt automatisch hinzugefügt, wenn ihr euren YouTube-Account mit Discord verbunden habt. Müsst ihr aber machen. Und den Discord-Server gejoint sein. Damit das haben immer ein paar Leute nicht verstanden. So, ich bin doch Film und ich dachte, ja, aber du musst auch. Ja, genau, du musst natürlich auch den Gamingtours channel. Das ist, glaube ich, in der Beschreibung, muss der eigentlich drin sein. Ich habe übrigens gerade irgendwie ein Digital Review, weil ich dauernd auf dem Handy angeschrieben werde. Hier schreibt jemand auf Ninvet, schreibt, wann kommt Game Design? Das kann ich dir sagen, in 147,44 Euro. Aber auch nicht instant. Also bevor jetzt irgendwie ein reicher Mensch daherkommt, was einfach so spinnt, dass das instant freigeschaltet wird, so funktioniert das nicht. Ach man, Christian, das hast du musst ihn zumindest, du musst damit nach 10 Sekunden warten, bis er auf. Ich sage auf jeden Fall Bescheid, wenn es fertig ist und dass ich dann noch warte, bis der Betrag da ist. Bis dahin müssen sich die Reichen nicht mehr innen. Und Nico muss ja auch noch seinen Kram machen, um was anzumerken, ne? Also ich habe schon eine Episode produziert. Ja, das sagst du jetzt so. Das ist tatsächlich so, aber bei einer Episode, die von A bis Z geht, ist jetzt auch noch nicht so viel. Hast du wieder denselben Hintergrund von damals? Natürlich. Natürlich. Selbe Musik? Natürlich. Da sind ja sogar die News noch schlimmer produziert. Wieso sind die News schlimm produziert? Die sind super produziert. Okay, du wurdest mit Ad markiert. Kannst du dir dann nachher durchlesen. Gut, so, was haben wir noch? Macht ihr ein Persona 5 Review? Nein, Persona 5 machen wir nicht. Keiner von uns versteht Persona. Wir sind nicht Persona. Ich kann das Persona 5 Review könnte es bei uns nur als Gastbeitrag geben. Das macht sonst keinen Sinn, glaube ich. Nope. Wie war's nochmal in Discord? Christian, man kommt in. Sorry. Hast du das nicht? Hä? Ist das nicht drin? Der ist doch in der Dingsbeschreibung mit drin. Ist er? Ich sehe ihn da auch nicht. Und ist da nicht auch in der Dings drin bei Nightbot? Das kann sein, dass er aber so nicht drin ist. Kann es sein, ja. Ich poste Christian, wann kommt der nächste Overwatch-Stream? Overwatch-Stream kommt vielleicht zwischen den Jahren. Nicht mehr diese Woche, das schaffe ich nicht mehr. Diese Woche hat auch nur noch 2 Tage. Deswegen. Und dann ist Weihnachten. Man muss auch an die hippenden Menschen denken, die auf und ab wippen. Da muss man sich auch mal drum kümmern. Und die wollen spielen. Das ergibt Sinn, lass mich. Weihnachten kann ich mal. Wo ist Discord? Da ist Discord. Ich will doch nur einen Link erstellen. Kopier den doch einfach aus irgendeinem von den Videos. Leute, als wenn ich da jetzt hingucken würde. Ah. Discord. Wann kommt der Babsi 3D-Stream? Leck mich alle, ich werde nie wieder Babsi in mein Leben anfassen. Ist das? Und was ist, wenn Babsi als Starttitel für die Switch kommt? Dann würde ich der Switch gönnen, dass die pleite geht und nicht funktioniert. Nintendo einfach keinen Erfolg hat. Was ist eigentlich aus Patrick geworden? Wer ist Patrick? Was ist aus Patrick geworden? Gute Frage. Was ist eigentlich aus Patrick geworden? Keine Ahnung, was aus Patrick geworden ist. Was ist eigentlich aus Emero geworden? Das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Der twitcht. Und das tut er viel. Und gut. Also wer was von Kai sehen möchte, der geht auf Twitch. That it. Lange macht er heute. Bis jetzt. Ist das der Patrick? Weil dann ist er Patrick doch da. Ich verstehe auch euer Problem. Patrick aus den Blobcat-Streams. Weiß ich nicht, der macht wahrscheinlich Sachen. Welcher Patrick aus dem Blobcat-Stream? Jetzt musst du mich kurz aufklären. Das ist nur einer, der gerne gespendet hat. Okay. Habt ihr das Spiel Dauntless gesehen? Nein, habe ich nicht. Nein. Okay. Nein. Gut. So, ich warte jetzt noch 30 Sekunden. Warte 30 Sekunden, dann. Das ist so für die Leute noch so den letzten Puls. Christian muss noch meinen Nachnamen üben. Das spricht man aus wie das Tier. Stierli. Stierli? Witziger Nachname. Ja, das ist doch logisch. Stierli. Merke schon, dass Nico nie Samt schaut. Warum sollte er mich auch gucken? Oder Sachen, die ich mache? Der Mann hat auch noch andere Sachen in seinem Leben zu tun. Ich war letztens, ne? Ey, ich weiß, was ich in meinem Leben hasse, wie die Pest. Na? Was das Schlimmste auf dem Planeten ist für mich. Ikeas. Ikeas sind das größte Verbrechen an der Menschheit. Weißt du wieso? Darf ich kurz ranten noch die letzten 30 Sekunden? Ja, rant die letzten 30 Sekunden, dann sind wir durch. Ich hasse Ikeas aus mehreren Gründen. Ernsthaft, ne? Erstens hasse ich dieses Rundrum-Geh-Prinzip. Ich hasse dieses, ich möchte nur einen Artikel, aber ich werde durch den ganzen fucking Laden gescheut wie ein blödes Vieh auf der Schlachtbank.
Das hasse ich als erstes. Das geht mir tierisch auf den Sack. Dann geht mir auf den Sack, dass IKEA für die Qualität, die sie anbieten, kacke teuer ist. Ja, IKEA ist teuer, meine Damen und Herren. Ich habe die meisten Möbel dann tatsächlich so Möbel Boss und Co. und bla gekauft, weil IKEA echt für dich. Es gibt Sachen, die sind bei IKEA preiswert, so diese Standardregale wie Billy und Co. Aber IKEA ist nicht preiswerter als der Rest, meistens sogar noch teurer. Und was ich am meisten an IKEA hasse, sind zwei Punkte. Erstens, das sind überall Menschen, die alle auch im Kreis laufen. Wenn du zurückläufst in diesen doofen Kreisverkehr, dann kommen sie dir alle entgegen. Das kotzt mich alles an. Das ist so unglaublich. Ich kann in diesen Laden nicht entspannt einkaufen. Ein entspanntes Einkaufserlebnis ist in IKEA nicht möglich. Und das Letzte, was mich tierisch an IKEA ankotzt, ist, dass das alles dieselbe Kackware ist. Wenn ich eine Wohnung einrichte, dann soll das irgendwie was aussagen. Meinen persönlichen Stil, mein persönliches, mich persönlich irgendwie halbwegs widerspiegeln, die ganzen Sachen. Aber währenddessen kaufe ich das Billigregal und sehe genauso aus wie die Nachbarn und die gegenüber die Nachbarn. IKEA hat null. Wenn du das kaufst, dann bist du null kreativ, null individuell, null alles. Maximal Hipster. So. Okay. Ja, dann würde ich einfach sagen, geh zu IKEA, dass die Innenstadt voll ist. Ganz einfach. Dann hast du das Problem, kostet halt alles nicht. Was? Geh zu IKEA, wenn er nicht ran voll ist. Wir waren jetzt bei IKEA. Das ändert ja an den restlichen Problemen dann auch nichts. Nee. Na gut, okay. Und dann kann ich nicht aktiver machen, weil ich gar nicht die Zeit habe. Aber die Schüttboller sind ganz gut. Ich esse da nichts. Ich esse auch die Hotdogs nicht. Die schmecken nach Pappe. So, nun ist aber gut. Da weißt du, wie es mit den Möbeln ist. Alle aus Pappe. Okay. Gut, genau, wir sagen Dankeschön fürs Zusehen beim Stream. Wann kommt wieder Powerplays? Niemals! Powerplays ist. Wenn ihr selber Bock übrigens habt auf Twinsaga, Link war und ist unten in der Beschreibung. Wir werden es immer mal wieder weiterspielen, deswegen runterladen und so auf Level 20, 25 hochspielen. Und dann läuft das. Ich guck gerade, ob hier irgendwas Sinnvolles noch ist. Nein. Okay, dann sag ich einfach Tschüss in die Runde und wir sehen uns zwischen den Jahren. Wieder irgendwie sowas oder Art. Ist das so? Ja. Bis denn. Cool. Tschüss.